Stimmt, wir haben übrigens immer noch einen Speicherstand. Auf dem werde ich jetzt einfach weiterspielen, weil es hat sich echt nicht viel getan. Wir haben zwei Bosse schon getötet. Und die zwei ersten Bosse habe ich schon so häufig getötet, dass ich die jetzt nicht nochmal töten möchte. Hier sind wir stehen geblieben. Das bin ich. Mit meinem riesigen Hammer. Circa so lange brauchte Domi, um es wieder auszumachen. Also bin ich dabei. Ja, perfekt. Heio! Immer noch krass. Wie kommt man den nochmal da rausholen? Alter, Vater. Jung. Schwing. Ah, okay. So ändert man dann die Dings. Alright, alright. Hinweise ansehen. Ja, erstmal noch nicht, bitte. Also, für die Leute, die die Bloodborne nicht kennen, ist eigentlich recht simpel. Man stirbt hier sehr oft. Ab und an tötet man einen Boss und freut sich, als ob man gerade die Welt gerettet hätte. Das ist das ganze Spiel. Ja. Nicht erstmal einen neuen Treiber installiert, nee. Im schlimmsten Fall, wenn das jetzt wirklich nicht geklappt hätte mit der Capture-Karte, hätte ich den PC einmal neu starten müssen. Müssen wir aber zum Glück nicht. Das ist schön. Fünfter Ritualaltar. Okay. Da braucht man anscheinend irgendwelche Altare oder so. Interesting. Was für ein Hammer. Ja, ich bin mir auch noch unsicher, ob wir wirklich mit dem Hammer spielen werden. Habe ich schon irgendwelche anderen... Was machen die nochmal? Zum Verstärken mit einer Waffe verankern. Die sollten... Danke, Ratchet & Clank Rift Apart. Herzlichen Dank. Wir haben irgendeinen Schlüssel bekommen. Genau, sonst haben wir nämlich den gewundenen Stock gehabt. Und... Wetten Sie jetzt, wie lange wird Yannick Bloodborne spielen? Mehr oder weniger als 14 Minuten. Schön. Sehr schön. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich bin sehr gespannt. Bin sehr gespannt. Okay, was machen die Schlüssel? Schlüssel zum Tor, der das Grab Oedons versperrt. Abzeichen der Schwertkämpferjäger mit Segen der Kirche. Verbrauche Einsicht und Leute, um alte Jäger zu rufen. Okay. Wahrscheinlich Verbündete oder so. Okidoki. Weil ich glaube nicht, dass wir mit dem Stock spielen werden, weil ich habe jetzt schon sehr häufig gehört, dass der Stock wohl irgendwie so sehr schwer ist zu spielen. Und es muss nicht unbedingt schwerer sein als, ne, geplant. Nicht unbedingt. Ich habe ein Lager. I didn't know that. Hier ist das Lager. Crazy. Ich lerne hier richtig neue Dinge. Also ich meine, ich habe das Spiel selbst noch nie wirklich weit gespielt. Also eigentlich alles, was wir hier jetzt gerade kennenlernen, ist neu. Kein Ort zum Aufwachen. Das ist traurig. Willkommen daheim, guter Jäger. Und Meister. Bei der konnte man übrigens leveln. Die Echos sollen zu eurer Kraft werden. Lasst mich näher kommen. Jetzt schließt die Augen. Entschuldigung, ich bin live auf Twitch. Komm bitte nicht zu nah. Warum bückst du dich? Hör auf. Hier geht's sogar eigentlich noch, was es angeht, was man leveln kann. Bei Dark Souls kann man sehr viel mehr leveln. Das hier ist fast sogar echt nett, dass man so wenig leveln kann. Attribut, die differenzierten physischen Waffenangriff bestimmt. Legt fest, ob du bestimmte Ausrüstung verwenden kannst. Okay, Geschick oder eben Stärke. Das ist wichtig, welche Sachen man dann benutzen kann. Mhm. Auf Arkan werden wir nicht gehen. Auch wenn, ohne Witz, ich sehe überall immer Leute, die Zauberer spielen, bei Dark Souls oder Bloodborne, und die sind absolut overpowered. Aber ich hasse Zaubern. Ich finde Zaubern so ass. Das machen wir nicht. Okay. Nochmal einmal kurz zu unserer Waffe. Hier. Was hat die denn? Anzeigen. Attributsbonus. Was bedeutet genau dieser Attributsbonus? Wenn ich das alleine schon wüsste, wäre ein Traum. C und E. Attributanforderung. Also wenn ich da zum Beispiel 16 habe und da 10, dann kann ich sie überhaupt erstmal führen. Und ich glaube, wenn ich das höher habe, dann kann ich da das erhöhen? I guess? Hallo Maski. Wo sind wir überhaupt stehen geblieben? Beim Grab. Guck mal, da haben wir doch den Schlüssel für. Okay. Also, da sind wir das letzte Mal stehen geblieben. Und wir werden jetzt einfach wild umherlaufen und gucken, ob wir neue Waffen finden, weil irgendwie glaube ich noch nicht wirklich, dass der Hammer es ist. Ich glaube, der Hammer ist es nicht. Der Hammer ist es nicht. Oh ja, hier haben wir einen Bossgegner getötet. I remember. Der zu so einem Wolf wurde. Den haben wir so ein bisschen bespaßt mit der Spieluhr, damit wir den kaputt kriegen. Ich habe übrigens nachgeguckt, das letzte Mal Bloodborne gespielt haben wir vor 3 Monaten. Es gibt den Part noch auf YouTube. Auf dem Langzeitgedächtnis.
So. Der schiebt das hier aber auch langsam auf, du. Junge, Junge, Junge. Hör mal. Okay. Ich muss halt zugeben, ich finde die Geräusche in Bloodborne einfach so angenehm. Ich hoffe, die sind laut genug für euch. Aber allein diese Schrittgeräusche sind so... Ich finde die so satisfying. Es ist... Oh. Ich hasse Zauber. Und was war das mit der Getränkedose vorhin, hä? Sorry. Du hast ja recht. Da habe ich gezaubert. Bester ASMR. Muss ich halt wirklich zugeben. Also ich finde... Laufgeräusche, so auf dem Boden zu trippeln, auf so Holzboden, der so knarzt oder so. Das in Hörbüchern. Junge. Ich war mal tatsächlich in einem Tonstudio und habe gesehen, wie so Environmental Sounds aufgenommen werden für Hörbücher. Die haben dann da, das sieht aus wie so ein Spielplatz und die haben dann da so eine kleine Sandecke, dass man so Sandgeräusche machen kann. Die haben so extra solche viereckigen Platten, die aufeinander hauen oder so irgendwie hin und her schwenken können, um Geräusche zu machen. Es ist so spannend. Sehr wild. Die Birgenwertspinne verbirgt alle möglichen Rituale. Eine furchtbare Schande. Es bringt mich zum Schaudern. Ja, ich finde Spinnen auch echt nicht cool. Bin ich ehrlich. Spinnen sind nicht so mein Ding. Gibt's denn Bloodborne Mimics? Finden wir es heraus. Dieser auf jeden Fall nicht. Blutedelstein-Werkstatt-Werkzeug. Wie bitte? Wenn euch irgendjemand fragt, wie deutsch kann ein Wort sein, dann sagt einfach Blutedelstein-Werkstatt-Werkzeug. Was zur Hölle? Das Wort hört ja gar nicht auf. Mit Dreieck heilt man sich übrigens, falls ihr euch das gefragt habt. Verstärkt Waffen mit Blutedelstein. Mhm. Haben wir Blutedelsteine? Wir haben nur Blutsteine, keine Edelsteine. Okay. Also wir können jetzt quasi so diese Runenplätze belegen, glaube ich. Okay. Gehen wir direkt zum nächsten Boss, oder was? Hör auf mit der Scheiße. Bruder Jakob, Bruder Jakob. Hörst du noch? Kathedralenbezirk. Okay. Was machst du denn hier? Hm. Oh, ihr müsst ein Jäger sein. Verzeiht, der Weihrauch muss euren Geruch überdeckt haben. Gut, gut. Ich habe auf einen von euch gewartet. Wegen dieser Jagden haben sich alle drinnen verschanzt und warten darauf, dass es endet. Das tut es immer. Das war schon immer so, wisst ihr? Seit Ewigkeiten. Aber dieses Mal wird es kein gutes Ende nehmen. Sogar in ihren Verstecken werden manche böse. Oh, das ist nicht so nett. Das Schreien der Frauen, der Geruch von Blut, das Knurren der Bestien. Wie bitte? Es ist nichts Ungewöhnliches mehr. Janam ist am Ende, das sage ich euch. Aber wenn ihr jemanden trefft, der seinen Verstand beisammen hat, erzählt von der Oedon-Kapelle hier. Oedon? Hier ist man in Sicherheit. Der Weihrauch hält die Bestien ab. Erzählt es allen. Sagt allen, sie sollen herkommen. Wenn es euch nichts ausmacht. Ja, man wird bestimmt nicht irre hier drin, oder? Mm-mm. Ich weiß, ich sollte nicht darum bitten, aber wenn ihr auf der Jagd jemanden trefft, erzählt ihm von der Oedon. Oh, okay. Also wir sollen ihm erzählen von dieser Oedon-Kapelle. Vielleicht doch ein bisschen laut? Von der Oedon-Kapelle hier. Oh, guck mal, wir haben noch ein Bonfire. Die Bonfires hier sind auch so schön. Guckt euch die mal an, die Geräte. Junge. Der ist ganz bestimmt noch bei Verstand. Ja, denke ich auch, denke ich auch. Ich glaube, dem geht's supi. Kann man hier direkt raus? Fest verschlossen. Natürlich. Okay, da unten geht's raus. Hier vorne geht's raus.
Da ist direkt einer. Muss jetzt immer so ein bisschen gucken, wo genau Leute stehen. Da geht's irgendwie hoch. Der hat ein bisschen zu viel Weihrauch. Das glaube ich auch. Ist da noch eine oben auf dem Baum? Manchmal springt ja eine richtig gemein von unten so an. Ja, ja, ja. Ist ja gut. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Hallo. Ihr solltet eigentlich gar kein Leben mehr haben, oder? Naja. Ein Kiesel. Ein Glück. Heiner Krater. Wissen des Verrückten. Das ist übrigens auch super spannend. Also ich bin immer... Selbst wenn ich das, also wenn ich das Spiel selber spiele, habe ich überhaupt keine Ahnung, was in der Lore oder in der Geschichte von den Spielen abgeht, von den Souls-Spielen. Aber ich gucke mir super gerne irgendwie so Lore-Videos an. Und seht ihr da oben dieses Auge mit der 8? Über dem Donation-Gold. Das steht für Einsicht, glaube ich. Oder irgendwie sowas in der Art. Und wenn das irgendwann ganz hoch ist, siehst du hier überall Monster. Weil du dann quasi so dein drittes Auge öffnest und dann so die Dinge siehst, die eigentlich die ganze Zeit schon da waren und... It's batshit crazy, man! Ja, das hätte nicht sein müssen. Also das hättest du auch ruhig lassen können, mein Freund. Sind wir mal unter uns, ne? Das musste man nicht tun. Definitiv. Die haben Lore. Ja, ab und zu. Moin! Alter, der kommt frisch von Phantom der Oper. Krass. Okay, also wir haben gerade mit dem großen Hammer und den normalen Angriffen haben wir den viel Schaden gemacht. Ich weiß nicht, ob wir das wieder tun sollten. Weil wir müssen halt schon immer lange ausholen dafür, ne? Oder ob wir jetzt lieber auf so schnelle Angriffe zählen sollten. Nee, ich glaube, das ist gut. Ja. Ja. Schmeckt. Das ist doch Heisenberg. Das ist German Let's Play. Ohne Witz, ich laufe in diesen Orten nicht nur deswegen langsam rum, weil ich Angst habe, dass hier überall Leute stehen. Guck mal, da ist er nämlich schon. Sondern auch einfach aus dem Grund. Aua! Das muss aber nicht sein, oder? Hey! Ich dachte, wir sind Freunde, du Arschloch. Ne, jetzt ist Freundschaft vorbei. Jetzt reicht's mir. Gute Nacht. Blöde Nuss. Wollen wir nochmal die Spieluhr hören, Freunde? Guck mal. Kann ich die länger spielen? Okay, gibt's ein Item? Ein Holzschild. Es gibt in Bloodborne ein Schild? Wollt ihr mich verarschen? Also wenn irgendein Souls-like nicht mit dem Schild gespielt wird, dann ist es Bloodborne. Es hat auch einfach... Hat es noch nicht mal irgendeine Verteidigung oder irgendwas? Ein grober Holzschild, der von den Massen eingesetzt wird, die sich der Jagd angeschlossen haben. Jäger verwenden normalerweise keine Schilde, da sie gegen die Stärke der Bestien nicht genug Wirkung zeigen. Schilde sind nett, aber nicht, wenn sie Passivität erzeugen. Das ist irgendwie fast so ein Meme gegen Dark Souls. Weil da spielt man ja sehr häufig nur mit dem Schild. Und hier halt so absolut gar nicht. I think that's funny. Von einem Gerät verschlossen. Ja, das werden wir von hier wahrscheinlich nicht öffnen können. Alter, guckt euch das mal an. Ich finde auch weiterhin Bloodborne ist eines der schönsten Souls-like-Games. Ich finde die absolut schön. Aber eigentlich sind es immer nur die 30 FPS, die mir das Spiel madig gemacht haben. Weil 30 FPS, ich meine, es läuft rund soweit. Aber trotzdem ist es halt so... Man ist halt Besseres gewöhnt. Aber das Spiel ist schon echt schön. Also die ganze Grafik und wie alles aussieht, das trifft schon mein Schönheitszentrum. So, wo sind hier überall Leute? Da links ist einer. Da ist einer. Fangen wir doch mal mit dir an.
Aua. Okay. Okay. Ruhig, Freundchen. Hat das dein Freund mitbekommen? Stimmt, was wir auch mal häufiger versuchen sollten ist, wir haben ja unsere Waffe und die Waffe wird quasi eingesetzt zum Parryen. Also wenn man die im richtigen Moment drückt, dann kann man... Ah! Was habe ich gerade gesehen? Wo war ich? Junge, was? Hilfe. Wie, ich kann das nicht tragen. Wieso kann ich das nicht tragen? Hut, der von Jägern getragen wird, die Formalität bewundern. Einige Jäger stellen in den Vordergrund, wie man an der Benutzung des gewundenen Stocks sieht. Für sie stellen Formalität, Schönheit und Gerechtigkeit die Essenz unserer Menschlichkeit dar. Und genau das hält Jäger davon ab, etwas anderes zu werden. Ich kann das alles nicht tragen. Warum nicht? Muss ich das vorher ausziehen? Bin ich gerade blöd? Ja, bin ich. Oh, die Sachen sind aber auf jeden Fall besser als die, die wir gerade haben. Alter! Wer ist denn er? Wer ist er denn? Junge! Ich sehe einfach aus wie Van Helsing. Krass. Das ist schon modisch. Das ist schon modisch. Da sehe ich mich. Okay, da links ist einer irgendwie abgedampft ins Niemandsland. Ich hoffe nicht, dass hier gleich nochmal irgendwo so ein schwarzes Loch kommt, weil das hat mich gerade ein bisschen zum Schaudern gebracht. Ich sag's, wie es ist. Blutfiolen. Nimmt man gerne. Was macht da oben eigentlich so ekelhafte Geräusche? Das ist doch Sieg aus Attack on Titan. Junge, ist der groß. Ja, vielleicht gehen wir erstmal nicht da lang. Vielleicht gehen wir erstmal Heisenberg. Oh, in a way. Vielleicht gehen wir erstmal woanders lang. Man muss ja nicht unbedingt immer den großen Leuten direkt in die Füße laufen, ne? Kann man hier eigentlich auch Leute backstabben? Ja, ne? Der steht da so perfekt. Ja, wir reden nicht drüber, ob man Leute backstabben kann. Ich will mal versuchen zu parryen. Ja, kann man. Kann man sogar sehr gut. Parryen funktioniert. Looking real backstabby today. Biting the bottom lip. Warum seht ihr so menschlich aus? Warum seid ihr so viele? Kann ich euch irgendwie so einer nach dem anderen rausholen? So einfach sagen, moin. Ich hab doch einen Kiesel dabei, ne? Was habe ich denn jetzt gemacht? Das war nicht der Plan. Ah, guck mal. Try me. Sorry, Hundi. Hundi. Er macht keine Geräusche mehr. Er ist tot. Okay, also die werden, glaube ich, beide gleichzeitig angreifen. Wenn nicht sogar alle drei jetzt gleich. Ah, obwohl, das ging ganz gut. Ja. Sehr schön. Schön hier einen nach dem anderen rauspicken. Ich habe ein bisschen Angst, dass die auch eine Schusswaffe haben, wisst ihr? Aber vielleicht mache ich mir auch einfach schon genug zu viele Gedanken bei so kleinen Gegnern. Most certainly. Elende Bestie. Guck mal, der hat Zylinder getragen, schon hatte der mehr HP. Habt ihr das gesehen? Genau daran lag's. Was haben wir hier? Kaltbluttau.
Molotow-Cocktail. Okay. Gucken wir vielleicht erstmal einmal ganz kurz, was Kaltblut-Tau ist. Daraus können Blutechos gewonnen werden. Das mögen wir immer. Wir haben gerade auch recht viele Echos. Sollten auf jeden Fall leveln. Nicht, dass wir die jetzt irgendwo hier im Nirgendwo verlieren und dann nie wieder an die rankommen. Das wäre unschön. Was haben wir hier für ein Gerät? Warum sieht das aus wie so ein Ort, wo ich gleich komplett auseinandergenommen werde? Oh! Freundchen, dich sehe ich ab. Au, 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 au! Wissen des Verrückten. Ich dachte gerade, das wäre so eine Wand, wo man durch kann. Starte schon! Aber das hier sieht ja schon keine Sass aus, würde ich sagen. Hier unten sieht man sogar eine Schiene. Also wenn sich das hier jetzt gleich nicht bewegen wird, dann weiß ich auch nicht. Bestimmt ist da oben irgendwo ein Hebel oder so. True friend steps you in the front. Sind das nicht sogar Lyrics von Bring Me the Horizon? Ach, ich meine schon. Ah! Ei, 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 ei. Komm. Komm her. Komm her. Kann ich den auch? Oh, lol. Ich habe damals bei Bloodborne nie meine Pistole verwendet, was ziemlich dumm war. Die Stadt ist am Ende. Die Stadt ist am Ende. Das ist aber scheiße. Hey Lord Traube Taube. Werter Herr Tretholz. That's me. Okay. Sagen, wir gehen einfach mal da rein. Wo geht's da hin? Wetten, da wartet so ein richtig kranker Gegner auf einen. Guck mal, hier ist der Hebel, von dem ich sprach. Das war mir so sicher, dass da ein Hebel ist. Wissen des Verrückten. Und? Mir geht's super soweit. Ich hoffe, dir auch. Mein Lieber. Okay, also hier sieht's ganz schön unheilvoll aus. Der sieht aus, als ob er einen komplett zerfetzt. I'm in for the challenge. Hallo Shai Renren. Kann man mit dem vielleicht einfach reden? Weil wir sollen ja die Leute alle zurückbringen in diese Kirche. Ihr seid ein Bestienjäger, nicht wahr? Ich wusste es. Genauso habe ich auch angefangen. Oh, Verzeihung. Ihr könnt mich Alfred nennen. Alfred? Schützling von Meister Logarius, Jäger der Ekelblüter. Also, was meint ihr? Unsere Beute mag verschieden sein, aber wir sind beide Jäger. Warum arbeiten wir nicht zusammen und tauschen unsere Erfahrungen aus? Ist der Wahnsinn. Oh. Sehr schön. Oh, ich spiele schon länger als 14 Minuten. Sehr Jawohl. Nehmt dies zur Feier unserer Bekanntschaft. Was? Feuerpapier. Beten. Die Bestienjagd ist ein heiliger Akt. Möge das gute Blut euch den Weg weisen. Wir müssen uns unendlich viel zu erzählen haben. Hoffentlich nicht zu viel. Na los, sagt mir einfach, was ihr wissen wollt. Warum siehst du aus wie ein Disney-Charakter? Reden wir über die Heilige Kirche. Wie ihr wisst, ist die heilende Kirche der Ursprung der Blutheilung. Tja, ich bin ein einfacher Jäger und kenne mich mit ihren Angelegenheiten. Ein freiliegendes Schulterblatt. Oh, gute Besserung, Lord Traubetaube. Ich habe gehört, dass das heilige Medium der Blutheilung in der Hauptkathedrale verehrt wird. Wie kannst du reden, ohne deinen Mund zu bewegen? Bist du ein Bauchredner? Im oberen Teil des Kathedralenbezirks wohnen. Wenn ihr die Blutheilung wollt,
und die Kirche sie bewilligt, solltet ihr sie aufsuchen. Bergenworth ist ein alter Ort der Leere. Und das Grab der Götter, das unter Yharnam erbaut wurde, sollte jedem Jäger bekannt sein. Einst entdeckten junge Bergenworth-Gelehrte tief unten im Grab ein heiliges Medium. Dies führte zur Gründung der heilenden Kirche und der Einführung der Blutheilung. In diesem Sinne kann alles Heilige in Yharnam nach Bergenworth zurückverfolgt werden. Doch heute liegt die Akademie tief in einem dichten Wald, verlassen und verfallen. Und noch dazu hat die heilende Kirche Bergenworth zu verbotenem Grund und Boden erklärt. Hm. Man weiß nicht, wie viele der Gelehrten noch Spannend. Im Leben sind. So ist es, Linfear. Wer das Passwort kennt, darf das Tor durchschreiten. Kennst du das Passwort? Ich verabschiede mich. Es war mir eine Freude. Möge das gute Blut euch den Weg weisen. O7 in den Chat, Freunde. Salutiert für unseren netten Herrn. Das ist ja wild. Okay. Ich glaube, ehrlich gesagt, jedes Mal... O7. Ich glaube, jedes Mal, als ich Bloodborne gespielt habe, habe ich den angegriffen. Und der ist echt stark. Also wenn du den platt machen willst, das ist heftig. Wir sollten mit unseren Seelen wirklich eigentlich zum nächsten Leuchtfeuer. Wir sollten definitiv zum nächsten Leuchtfeuer. Aber vielleicht kommt jetzt ja eins. Man will immer weiterspielen, wenn man die Hoffnung hat, dass eins kommt. Mäßigungsblut-Edelstein. Das ist der erste Edelstein, den wir haben. Und ich glaube, die kann man jetzt nämlich einsetzen lassen. Physischer Angriff plus 0,7. Ein Blutedelstein, der Waffen verstärkt und verschiedene Eigenschaften hinzufügt. Blutedelsteine sind sehr seltene Blutsteine, die durch Kaltblut wachsen. Blutedelsteine werden mit Werkstattwerkzeugen in Waffen eingearbeitet, wenn die Form übereinstimmt. Die meisten strahlenden Blutedelsteine haben Effekte, die sich auf physischen Angriff auswirken. Mhm. Sie hat es erst gemerkt, als sie wiederkam. Oh nein! Einfach komplett durch angegriffen. Durchgezogen. Moin? Kommst du jetzt angerannt, oder? Ich würde dich am liebsten... Das ist übrigens auch super spannend, die Mechanik. Blutsteinscherbe. Super spannend, die Mechanik bei Bloodborne. Wenn man einen Gegner schnell genug angreift, nachdem er dich angegriffen hat, kriegst du deine Lebenspunkte zurück. Beziehungsweise, du kriegst halt einen Teil der Lebenspunkte dadurch zurück. Und, noch gruseliger, wenn man angegriffen wird, ist man für einen Teil der Zeit... Nee, wenn man ausweicht, ist man für einen Teil der Zeit, wenn man dann getroffen wird, noch anfälliger für Angriffe, als wenn man einfach nur stehen geblieben wäre. Also die Mechanik in Bloodborne ist manchmal echt gruselig. Was war dein letzter Boss? Der Gascoin? Der Typ, der sich in Wolf verwandelt. Also der zweite Boss. Wir sind noch ganz am Anfang. Wir haben quasi noch nichts gesehen vom Spiel. Ist auch mein erstes Mal, wie es im Titel steht. Also, ich habe zwar viel Bloodborne gesehen und werde bei vielen Bossen sagen, oh, die habe ich schon mal gesehen, aber selber gegen die gespielt habe ich noch nie. Mein Nemesis, ey, ohne Witz, der war aber auch echt fies. Ohne Witz. Gascoin war... Puh. Die Spieluhr, die hilft halt enorm. Die hier. Weil man den dadurch ja dazu bringen kann, dass der Kopfschmerzen kriegt, beziehungsweise an seine Tochter war es, glaube ich, denkt. Kräftiger Blutcocktail. Okay. So, Freunde, ich würde sagen, das hier nutzen wir, um mit 6000 Echos, ja, da sollten wir auf jeden Fall nochmal einmal nach Hause düsen. Weil da können wir jetzt ja gleich eh hin. Ritterperücke, oh, die hätte ich gern. Die sieht schön aus. Da habe ich so eine coole neue Frise. Aber immerhin mehr als 14 Minuten. So, wo ist unsere Puppendame? Was traut die sich? Warum läuft die hier irgendwo rum? Junge Dame! Hallo! Wo ist sie hin? Die sitzt doch sonst immer da. Bist du nach oben gegangen? Wer
ist er denn jetzt? Moin. Der Mond ist nah. Das wird heute Nacht eine lange Jagd. Wenn die Bestien größer werden und eure Liebe. Wie hieß der noch? Udo Lindenberg? Der erinnert mich irgendwie ein bisschen an den. Nicht vom Aussehen. Udo Lindenberg, ja. Vielleicht ein bisschen vom Aussehen. Ein heiliger Kelch zeigt euch das Grab der Götter, wo Jäger an der Gemeinschaft teilhaben. So, so. Die meisten der heiligen Kelche liegen tief schrumpelig. So sehe ich aus nach einem guten Bad. Oh, ich hoffe übrigens, der Stream ruckelt nicht zu häufig bei euch. Mein OBS zeigt irgendwie die ganze Zeit gelbe, orangene Verbindung an. Und dass ich Frames droppe. Ich hoffe nicht zu viele. Doch wenn die alten Jäger sagen wahr sind, wird einer doch er wurde niedergebracht. Der Perfekt. Oh, das macht Party, ist echt so. Ich kann mal einmal nachgucken. Aha, da haben wir den Übeltäter. Genshin Impact! Ach so! Danke! Brauchen wir gerade nicht. Wie dieses Bild schon so richtig smirky einen anguckt, so. Ah. Dieser Anime-Sound von TikTok. Das kommt tatsächlich übrigens aus Genshin Impact. Sehr witzig. Nee, ich habe tatsächlich nicht mehr gespielt. Aber ich bin kurz davor, jetzt komplett durchzustarten. Was wünscht ihr? Aber das habe ich schon oft gesagt. Naja. Die Echos sollen zu eurer Kraft werden. Lasst mich näher kommen. Jetzt schließt die Augen. Ich finde die Variante mit dem Slap noch besser. Die finde ich auch sehr gut. Hey, just something. So, auf was leveln wir denn jetzt mal? Das ist nämlich immer eine sehr schwierige Frage. Ich wünschte, ich hätte eine Ahnung. Dadurch hat man mehr Abwehr. Die geht aber auch eigentlich bei Stärke sehr hoch. Vielleicht gehen wir mal so. Ja. Hast du was zu sagen? Im Laufe der Zeit haben unzählige Jäger diesen Traum besucht. Die Gräber hier erinnern an sie. Es scheint alles schon so lange her zu sein. Warum sehe ich eigentlich so absolut stark aus? Möget ihr euch. Jetzt mit dem ganzen neuen Gebiet bin ich noch mehr versunken. Ja, das ist jetzt ja das 2.0er-Update. Das ist ja dieses irgendwie super krass. Ich habe von vielen Streamern schon gesehen, dass das ja wohl irgendwie das neue heftige Ding sein soll. Hat das nicht sogar einen Namen? Irgendwie Inazuma oder so? Mir geht's super. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Mit dem Fernrohr betrachtet man Dinge aus der Ferne. Ah. Cool. Wieder was gelernt heute. Sehr gut. So, was passiert wohl, wenn wir diese Türe öffnen? Die Stadt ist längst verlassen. Jäger sind nicht erwünscht. Ich bin kein Jäger. Danke. Moin. Weil es da so viel zu tun gibt. Hier da, Jäger. Habt ihr die Warnung nicht gesehen? Geht wo bist du? Niedergebrannt und von Menschen verlassen, ist jetzt die Heimat der Bestien. Wo ist er? Keine Gefahr für die da oben. Kehrt um, oder der Jäger wird gejagt. Hoffentlich nicht. Hat Gott gerade mit mir gesprochen? Hilfe. Also das passiert mit Jägern? Nee, das ist eine Bestie. Gottes Willen. Irgendeiner ist entweder gegen die Tür gerannt oder man weiß es nicht. Magst du Pommes? Ja. Ja. Mag ich wohl. Wie die auch einfach so alle... Junge, boah, das muss stinken. Weil hier liegen literally Leichen und alles, was mir einfällt, ist, dass das wohl stinken muss. Aua. Arsch. Ich bin immer so gerne der so nach vorne piekst. Mäßigungs... Oh, stimmt. Ich wollte eigentlich noch gucken, ob wir die Edelsteine vielleicht schon einsetzen.
Okay, was macht er? Die machen beide Angriff plus 0,7. Aber einer ist formstrahlend, einer formabnehmend. Ich glaube, die können alle so zusammen irgendwas bilden. Und man kann nicht gleichzeitig zwei von strahlend haben, zum Beispiel, oder so. I guess. Warum schickt mir Diana einfach nur gut Kick? Diana schreibt mir einfach kommentarlos gut Kick. Danke! Werde ich haben. I guess. Der ist einfach runtergesprungen. Ciao. Ihr werdet übrigens hier bei Bloodborne, glaube ich, den langsamsten Run dieses Spiel sehen. Also den langsamsten Run aller Zeiten. Das sage ich euch jetzt schon. Weil ich werde durch dieses Game so langsam durchlümmeln. Weil ich mir alles hier entspannt angucken möchte. Außer da sind viele Gegner, dann renne ich. Dann renne ich wie Sau. Das weiß ich auch schon. Gehen wir erst nach unten oder gehen wir erst nach links? Gute Frage, ne? Was ist dein Lieblingsfach? Lieblingsfach, Lieblingsfach. Was ist dein Lieblingsfach? Englisch, oder was? Mein Lieblingsfach war tatsächlich Englisch. Englisch, sehr gutes Fach. Sehr toll. Mögen wir. Wie ist das eigentlich, wenn man sowas wie BWL studiert? War dann das Lieblingsfach von einem wirklich Wirtschaft? Wirtschaft? Du kannst so viele Lieblingsfächer haben und du entscheidest dich für Wirtschaft? Ihr hattet keine Wirtschaft bei uns. Wir hatten keine Informatik tatsächlich. Hätte ich gerne gehabt. Wäre eine einfache Eins gewesen. Eine einfache Eins. Meint ihr, man kann da so hinterspringen und hat dann so eine Speedrun-Strategy? Englisch ist wirklich das einzige Fach, wo man nichts machen musste. Du, ich bin nicht doof, ne? Ich höre, dass da hinten irgendwas schnarcht. Oder bist du das? Du bist das. Oi, Meister. Ja, aber hier ist noch einer. Dich habe ich gehört. Du warst so laut am Schnarchen. Au! Freundchen! Was habe ich für einen Debuff bekommen? Furcht oder so? Sah so aus, ne? Jägerfackel. Kann ich die einfach alle anzünden? Ui. Mir machte BWL, to be honest, wirklich Spaß, als ich dann verstanden habe. Das Ding ist, ich habe so Phasen. Also es gibt ja so Aufgaben, die sehr repetitiv und einfach abzuarbeiten sind. Die sind nicht immer geil, aber manchmal bist du so komplett in the mood dafür. Ohne Witz. So eine Excel-Tabelle abarbeiten. Oder eine Liste durchgehen und nachgucken, ob Sachen da sind davon und abhaken und dann hinschreiben, wenn was irgendwo anders ist. Manchmal ist das so the ADHD thing I need. So um einmal so alles zu resetten. So manchmal sind solche Aufgaben so gut. Alle BWL-Studis, die bei uns in der Bib kommen, sind komisch. Das sind die, die versuchen, Snacks mit reinzuschmuggeln. Am besten so richtig fettige, ekelhafte. Die kommen einfach rein mit so Zwiebelringen. Absolut geile Sau. Ich war fasziniert von diesem Kommentar. Thomas, ich hoffe, dir geht's gut. Will ich da runter? Ich kann mir die Frage selbst beantworten. Nein. I don't wanna die. Doch, sieht sie gut aus. Männer, wir sind drin. Okay, hier konnte man auf jeden Fall hoch, weil da gab es ein Item. Das möchte ich haben. Kurz weg, jawohl. Es kann sogar sein, dass das ganze Gebiet hier unten war. Und es gibt einfach nicht mehr. Currywurst. Currywurst. Ich glaube übrigens, ich habe schon geschafft. Ich glaube, mein Brain ist resettet und ich finde 30 FPS nicht mehr schlimm. Ich glaube aber, das sage ich, bis ich zum ersten Boss komme. Dann werde ich mich drüber aufregen, dass es nicht flüssig ist. Ich kenne mich doch. Mich und mein Mikrobenhirn. Ich habe dieses Mikrobenhirn schon sehr lang. Wir sind drin, wie lauten die Befehle? Ruhig bleiben, unten bleiben. Wisst ihr, was eigentlich das Schlimmste ist? Man kann Bloodborne sogar mit 60 Frames spielen, aber dafür braucht man eine gemoddete PS4. Und ich habe meine PS4 verkauft. Ah!
Wow. Oh! Ich bin einfach in seinen Angriff reingelaufen, wie der letzte Lurch. Man muss halt irgendwas für sein Versagen verantwortlich machen. So ist es, Krebs, so ist es. Die haben extra die Rauchschwaden hier, damit man die Gegner nicht sehen kann. Ihr Säcke. Ah. Weißt, was ihr hier vorhabt. I know what you're up to. Okay, hier ist aber, glaube ich, tatsächlich keiner. Außer es springt gleich einer von der Decke, aber das fände ich ein bisschen frech. Was ist dein Lieblingsfach? Lieblingsfach, Lieblingsfach. Was ist dein Lieblingsfach? Wird Bloodborne auf Platin gespielt? Ja. Definitiv. Wie jedes andere Spiel von mir. Ich wollte mich auch bald umbenennen. Von Little Confused Brain in Every Platin Trophäe Ever. Ah! Warum kommst du denn hoch? Bleib doch einfach da unten. Du doof Mann. Die Sonne war im Auge. Ja genau, das zum Beispiel auch. Komm, ich will parryen. Aber das war kein Parry. Komm schon. Ich will parryen! Ja! Man fühlt sich beim Parryen auch einfach gut. Oder ich hab doch gedrückt! Ja, genau. Ja, das ist wieder, ist ein Game-Fehler auch einfach. Ich hab's richtig gemacht hier. Privatmeinung? Ich war drauf. Schaust du Anime? Zuletzt Attack on Titan, fand ich sehr gut. Aber ich schaue nur so die populärsten. Ich habe Jujutsu Kaisen durchgeguckt, ich habe Attack on Titan durchgeguckt. Danke, Bruder. Oh, oh. Ich wollte dem Mann weiter zuhören. Oh, das kann ich jetzt knicken. Der junge Mann hat gerade mit mir geredet. Was soll das denn? Boah, das war gut gekämpft. Das war auch einfach auf einer Skala, wirklich. Ich bin über dem König von England. Das war... Woo! Da wird einem warm ums Herz, wenn man das sieht. Okay, da ist auf jeden Fall noch irgendwo einer, der ganz schwer atmet. Haben Sie ja Asthma-Spray dabei? Brauchen Sie Hilfe? Und darum muss ich euch aufhalten. Oh! Warum hast du eine Minigun? Wir sind hier in einem Zeitalter, wo die höchste technische Erfindung ist, dass man eine Spülung beim Klo hat. Warum hast du eine Minigun? Bruder! Kannst du das vielleicht einfach nicht machen? Wisst ihr, was jetzt das überaus Gemeine ist? Ja, der Angriff zum einen. Nein! Ihr habt noch Träume. Denkt in euren nächsten Traum. Weiß ich Bescheid. Weiß ich Bescheid. Okay. Okay. Mhm. Mhm. Okay. Okay, 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 okay. Gut. Der hat so richtig frech durch so ein ganz, ganz kleines Fensterchen geschossen. Moment. Ich wollte gerade sagen, sind die hier kommen, immer tot? Also bleiben die tot? Ja, die Attacke war dumm von mir. Aber das sind gerade Gegner, bei denen sollte man keine starken Angriffe verwenden, weil die dauern zu lange.
Außer wenn die so stehen. Woo! Wieder mal gekämpft wie eine Koryphäe. Da ist noch einer. Das Ding ist, sobald er gleich die Möglichkeit hat, wird er wieder auf uns schießen. 100 pro. Deswegen gibt es da vorne auch die Möglichkeit, direkt runter zu droppen. Weil ich glaube, die muss man jetzt auch direkt nutzen. Wir rennen da mal lieber direkt hin. Hinter mir ist einer. Ich mag das nicht. Oh, überall. Ich gehe hier erstmal weg. Ciao. Man sieht sich. Mayra, hallihallo. 51 Monate. Hör mal. Danke für die extrem lange Zeit. Kuss geht raus. 51 Monate, hör mal. Danke sehr für deinen Resub. Das war eine richtige Party, ey. Junge, Junge. Da kommt schon wieder einer. Der hatte meine Echos. Wie lieb, dass der die Echos hatte. Eigentlich hat mich unten einer besiegt. Mäßigungsblut-Edelstein. Vielleicht sollten wir uns die wirklich auf die Waffe machen. Ist vielleicht gar nicht so doof. Schwupp. Blutsteinscherbe. Ist hier erstmal nur eine? Sieht so aus. Aufpassen, die hat ja uns eben getötet. Warum hast du jetzt rote Augen, Freundchen? Das mögen wir ja gar nicht in Braintown, ne? Rote Augen ist nicht unser King. Blutviolen. Ich höre jemanden walkie-walken. Sing das Lagerfeuerlied. Müsste der nicht... Ich glaube, ihr wisst, was ich fragen wollte, nicht wahr? Mäßigungsblut-Edelstein, alright. Da vorne gibt es ein Item. Wir müssen jetzt sehr aufpassen, wo er hinschießen kann. Ah! Ihr habt noch Träume. Denkt in euren nächsten Traum. Entschuldigung. Das ging mir jetzt ein bisschen zu schnell. Warum ist das denn so krass hochgegangen? Das war aber nicht so lieb, ne? Stellt euch vor, wir hätten jetzt einfach eine Bazooka. Wir könnten da einmal hochschießen, der wäre weg. Tschüss. Ja, aber das wird dann ja auf jeden Fall... entweder ein Boss. Oder auf jeden Fall irgendein Gegner, den man platt machen muss. Nein! Ich habe ihn doch sogar geparried. Und nutze noch nicht mal die Attacke gegen ihn. Ja, das war nicht so gut. Man muss jetzt hier gerade auch nicht jeden Gegner dazu bringen, dass er parried. Oder dass wir ihn parryen. Der Typ ist gefährlich. Der Typ... Das Ding ist, der Typ ist gar nicht so gefährlich. Seine Minigun ist gefährlich. Die ist sogar sehr gefährlich. Okay. Oh, Leute. Oh, aufpassen, dass der nicht gleich auf uns drauf rupselt. Der hat unsere Echos. Her damit. Keine Ausdauer mehr. Boah, das ist gerade auch was, was mir aufgefallen ist. Man kann seine lange Attacke ja gedrückt halten, kann damit sogar noch herauszögern, wann man die Attacke wirklich raushaut. Das macht das Ganze hier ganz schön interessant, wann man wie angreift. Bitte nicht zu tief fallen. Danke. Ah. Wenn der eine Minigun kriegt, dann sollten wir eine Bazooka kriegen. Ist ein Fakt. Unterschreibe ich so.
Moin. Ich wünschte, ich könnte dich parryen. Okay, du machst ganz schön viel Schaden, Freundchen. Aber das ist auch der mit den roten Augen. Es ist verständlich, dass er so viel Schaden drückt. So. Ja. Mach du mal. Willkommen zurück, Maya. Anscheinend war das ein Sprungangriff. War zwar nicht von mir intended, aber... Ich weiß nicht, was für ein Item das da in der Ecke ist, aber ich glaube, es ist ein krasses. Weil sonst würde das nicht so von den ganzen explosiven Geschossen umstellt sein. Ich habe eine Idee, Freunde. Warum, selbst wenn die Items gut sind, warum holen wir uns die Items nicht auf den Rückweg, wenn wir den Typen oben schon tot haben? Dann können wir uns hier nämlich ganz in Ruhe umgucken. Ich glaube, das ist the smart way to go. Oh, was ist hier denn für eine Krähenparty? Alter! Krabbert oder was? Hat jemand von euch noch in der Schule Krabbert lesen müssen? Wart ihr zufälligerweise auch so um die 13 Jahre, als ihr Krabbert gelesen habt? Das war eins der verstörendsten Bücher für mich. Zeitgleich habe ich Elfenlied geschaut. Ihr fragt euch, warum ich so bin, wie ich bin? Ich wurde in meiner Kindheit von verrückten Dingen durchgenommen. Das klingt absolut falsch. Ihr wisst, wie ich das meine. Wir waren in derselben Klasse, Yannick. Stell dir vor, es wäre so. Das wäre wild. Stell dir vor, ich hätte dich dann noch einfach nicht wiedererkannt. Ach du Scheiße, moin! Ab, 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 ab. Ich höre wen hinter mir. Ich bin nicht dumm. Nee. Bin ich nicht. Ah, ich bin dumm. Ich bin dumm. Sehr gut. Dass Spieler einem das immer so reindrücken müssen, dass man dumm ist. Ist ja okay. Ich hab's verstanden. Du bist schlauer. Ist okay. Mit 13 sah Fabio auch noch sehr anders aus. Ist das so? Also nach meinem Ausweis, ich habe mit 13 Jahren meinen Führerschein gemacht. Nach meinem Führerschein sehe ich immer noch genau gleich aus. Ja, Felix. Ich begrüße dich. Ja, Krabbert war ein gutes Buch, aber es war halt auch für einen 12-, 13-Jährigen schon verstörend. Ich habe da vieles hinterfragt. Schwarze, lange Haare und Emo-Look. Nice. Ich meine, man könnte ja auch so spielen, ne? Ich hab ja auch einen Hammer dabei. Ne, das ist es nicht. Eigentlich komme ich mit schnellen Gegnern ja nie so wirklich klar, aber das geht ja sogar noch bei denen. Man muss auch dazu sagen, wir sind halt gerade noch sehr am Anfang von dem Spiel. Von daher, so schlimm ist hier jetzt gerade alles noch nicht. Es ist okay. Ja, die einzige Zeit, die ich durchgemacht habe, war typische Justin Bieber-Friese. Aber die kennt man ja auch durch YouTube. Also es gibt nichts Verrücktes, was man nicht von mir kennt, wie ich... Ich hatte früher hochgegelte Haare. Vorne so einen kleinen Pony und den dann hochgegelt. Als ich so 11 war. Du musst einfach schneller sein als der schnelle Gegner. Das ist ziemlich smart. Komm mit, mein Junge, ich möchte nicht in der Minigun stehen. Ich glaube, das hatte jeder Typ mit 11. Ja, meine Mom hat es halt auch einfach hochgegelt. Also meine Mom meinte, so! Jetzt gehen wir dir die Haare hoch. Und diese Friese behältst du von 8 bis 11. 12. Keine Ahnung. Ob du willst oder nicht. Warum habe ich so wenig Leben? Warum machst du so viel Schaden, du blöde Kartoffelfee? Ist gut jetzt. Frech.
Wir sind auch Brüder. Fabi, was finden wir hier gerade heraus? Yannick mit Glatze. Das möchte ich nicht sehen. Yannick mit Steve Jobs Frisur. Hatte ich. War's nicht. War nicht der way to go, sage ich euch. Also es war nicht so eine Steve Jobs Frisur wie von Hanno. Hanno Jobs. Yannick mit Yannick Frisur. Um Gottes Namen, bitte nicht. Alles, aber nicht so aussehen. Wer will denn so aussehen? Oh, ich habe so Angst, dass wir hochgehen. Moin! Solange ich meine Echos zurückbekomme, ist erstmal alles tutteri-tutti. Das sind zwei Level-Ups, die wir gerade die ganze Zeit dabei haben. Ich möchte an der Stelle sagen, dass das nicht smart ist. Okay, erstmal kurz hier verschanzen. Da war noch einer. So, und dann kommt da doch jetzt aus der Wand der mit den roten Augen. Moin. Es geht. Boah, wenn ich den parryen würde, das wäre geil. Das wäre mein Parry-Timing jetzt gewesen. Auch so kriegen wir den fertig. Sehr schön. Was schreibt mir Diana? Diana hat Kristalle gekauft. Heute Abend wird gehext. Okay, da ist ein Gegner, da ist ein Item. Wir müssen unbedingt die nächste Lampe finden. Oder... wir müssen zurück zur alten Lampe. Wir müssen unbedingt Level uppen. Meint ihr, der kann auch hier hinschießen? Ich habe meine Antwort gefunden. Wo kann ich mich da denn verstecken? Brasser. Du Arschloch da oben. Du Arschloch. Hier schießt er schon auf mich. Schon gemein. Hopp, 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 hopp. Ah! Ah! Ob ihr genauso viel Spaß habt? I doubt it. Was war da denn gerade los? Kommt alle zur Kirche, Yannick. Jawohl. Moin. Wir haben viele Festivitäten. Habt ihr gerade gesehen? Ich habe 187 Schaden gemacht. Arf, arf, arf. Ach, Augen zu und durch, ja. Hör mal. Glaube ich so die Idee hier hinter, ne? Gefällt mir aber nicht so. Junge, jetzt pack doch mal dein Gerät da oben ein, Mann. Gehen wir erstmal hier durch. Hier fühle ich mich einigermaßen sicher. Ah! Der ist gerade umgefallen und ich dachte, der schlägt. Ich sag dir, das ist eine Finte. Man denkt, man kann gegen ihn kämpfen. Und jetzt kommt gleich die Minigun. Okay. Ich glaube, wenn man selbst die Minigun nicht sehen kann, dann ist es most likely so, dass er uns auch nicht treffen kann. Das hier wird nur, das wird gar nicht aufgehen. So, ich winke jetzt auch. Bis die Tage. Bis dahin, Fabi. Schön, dass du hier warst. Winke, winke. Ja, wie gesagt, die Items sammeln wir nicht ein. Das wäre gerade purer Selbst. Ah! Ah! Warum triffst du plötzlich hier?
I demand my bazooka. Now. Okay, also wir können auf jeden Fall da unten lang, aber da unten ist auf jeden Fall auch einer mit einer Waffe, meine ich. Wir rennen jetzt hier schnell runter. So, Freunde. Jetzt wird's absolut komisch, weil... Ich glaube, ihr könnt die Geräusche selber hören. Was geht denn jetzt ab? Die Frage ist, will und kann ich hier hochklettern? Ich glaube, hier oben ist der mit der Waffe, oder nicht? Ich glaube, das ist der Weg zu ihm. Aufpassen, dass man jetzt nicht richtig asozial irgendwie von oben geholt wird. Wir gehen gerade mit 10.000 Seelen zu dem Gegner da hoch. Wenn das jetzt gleich ein Boss ist, dann haben wir ein gigantisches Problem. Hey, Dynamite. Frag nicht, was für Saft? Einfach Orangensaft. Ich freue mich sehr nochmal einen Monat und das frisch nach dem Umzug zurück in meine Heimat. Oh, voll schön. Wie du Sack schon auf einen wartest. Ich fühle mich nicht gut. Ich fühle mich nicht gut bei der Sache. Jumi, ich hoffe, du hattest einen schönen Umzug. Eine schöne Zeit dort. Und danke für 43 Monate. Halleluja. Danke für die lange Zeit. Herzlichen Dank für den Support. Das Ding ist, wenn der jetzt gleich tot ist, dann sitzt niemand mehr an diesem 50er. Was soll denn die Scheiße? Bis dahin, Yumi Sommischan. Schön, dass du hier warst. Das waren 10.000 Seelen. Das waren 10.000 Seelen. Ich habe ja gesagt, wir hätten zurückgehen sollen. Die Frage ist, ob er jetzt unsere Seelen behält oder irgendein Mob, der da in der Nähe steht. Weil manchmal haben wir Glück, dass ein anderer Mob in der Nähe die Seelen kriegt. Das Spiel ist auch der Wahnsinn. Es ist schon was älter. Upsala. Ah. Und hat auch nur 30 FPS. Aber wenn man sich darauf so ein bisschen eingestellt hat, dann ist eigentlich ganz okay. Ja, das war dumm. Den hätten wir einfach anspringen lassen sollen. Keine Ausdauer. Aber ey, das ist halt das Smarte an diesen Souls-Spielen. Weil bis wir jetzt wieder da oben sind, töten wir die ganzen Gegner, die wir schon mal getötet haben, nochmal. Was bedeutet, wenn wir den töten sollen, haben wir die Seelen, die wir jetzt gerade farmen und die alten von uns. Parry immer zu früh. Ich will das lernen.
Das war geparried. Aber trotzdem hat er mir dafür eine Batsche geben können. Aber ihr seht, ich habe fast meine ganzen Lebenspunkte wiederbekommen, weil ich ihn kurz nachdem er mir Schaden gemacht hat, direkt geheilt habe. Direkt zugehauen habe. Okay, er steht auf jeden Fall wieder am 50er. Alright. Oh, das könnte schief gehen. Oh nö. Ich wusste gar nicht, dass die wirklich so häufig tatsächlich Blutfiolen droppen. Ist ja voll angenehm. Ist der hier schon rausgesprungen? Sieht nicht danach aus. Dann können wir nämlich entspannt erstmal gegen die fighten, bevor wir dann gegen den roten Baron hier nochmal kämpfen. Wieder zu früh. Auch zu früh. Wie lange muss man denn da warten? Parry-Timing ist schon echt immer Spielen mit dem Teufel gefühlt. Parry-Timing ist echt gruselig. Warum rennt ihr weg? Doch nicht wegen des 50ers. Da braucht ihr doch keine Angst haben. Das tut euch doch nichts. Mhm. Gut ausgewichen. Nicht schlecht. Das einzige Spiel, in dem ich parieren kann, ist Breath of the Wild. Da kann ich es tatsächlich am wenigsten. In Breath of the Wild mit dem Schild parieren kann ich überhaupt nicht. Ja, und das ist der Moment, wo ich nicht mehr hier sein möchte. Ja, die Grafik, finde ich, ist auch auf jeden Fall gut gealtert. Definitiv. Ah! Das muss doch jetzt nicht sein. Ich meine, das ist jetzt ja auch kein Game, was irgendwie 95 oder so rausgekommen ist. So alt ist es jetzt ja nicht, ist ja schon ein neueres Game an sich. Aber halt nicht das Neueste. Damit die Wächter wegballern, ist super. Ja, genau, das musstest du ja tatsächlich sogar echt häufig machen. Ich konnte es überhaupt nicht. Also wirklich 0,0%, gar nicht. Ich glaube übrigens, wir haben ein kleines Problem. Ich glaube, der Typ hat tatsächlich meine 10.000 Seelen. Niemand anderes, sondern der Typ. Und wir haben dem absolut keinen Schaden gemacht. Deswegen werden wir jetzt mal einmal kurz gucken, ob wir Glück haben und entweder hier jetzt auch komplett auf die Schnauze kriegen oder... Ah! Moin. Ob wir hier vielleicht eine Lampe finden, die ein bisschen näher ist. Dass wir von hier aus quasi immer wieder zu dem hin können. Weil von da hinten bis hier immer zu kommen, ist schon ein Weg. Seit wann schreit ihr? Seit wann habt ihr so Bock zu kämpfen? Oh nee, der da hinten ist einer mit den roten Augen. Der da hinten ist einer, der krass Schaden macht. Da müssen wir aufpassen. Deswegen schreit er auch. Wir machen das ganz langsam hier. Okay. Ist noch ein bisschen so, als würden wir seinen Sohn umbringen. Naja, der tut doch auch nicht viel gegen, ne? Muss man ja auch dazu sagen. Keine Ausdauer. Er ist einfach hingefallen. Oh Gott, der Arm. Der ist einfach umgefallen. Oh nein. Oh Mann, der ist rückwärts, das war unfair. Ich möchte nochmal gegen den spielen. Es tut mir leid.
Besitzt niemand, der das verteidigen würde? Warum kriegen wir so viel Gegengift? Das gefällt mir nicht. Kämpfen wir gleich gegen einen Giftboss? Ich möchte nur für mich schon mal sagen, da freue ich mich nicht drauf. Noch schlimmer wäre es, wenn wir irgendwie gegen... Moin. Kommst du, oder? Da ist auf jeden Fall einer, aber ist auch einer da? Sieht so erstmal aus, als wäre er alleine. Pff, boah, der hatte so eine Möglichkeit, uns einfach anzugreifen. Moment, ist das oben Gift, was die in uns auslösen? Das ist lila, das ist Gift. Die haben quasi so Giftklauen. Wie asozial. Das ist ja voll nicht cool. Ah. Okay, und drei von euch sind halt auch echt... Naja. Wenn wir so kämpfen, dann ist es okay. Du hast noch Leben? Ja, und wenn die schreien, schreien die natürlich, dass jeder andere die hören kann. Verständlich. So rufen die quasi um Verstärkung. Hier müssen wir aufpassen, dass keiner von oben runtergejumpt kommt. Das sieht aus wie so eine typische Stelle, wo einer von oben einfach auf uns drauf bounced. Und das da sieht aus wie... irgendwas Abgefucktes. Oh, sind da viele Leute. Leute! Okay, wir können da zu einem Item runterhüpfen. Da liegt irgendwas auf dem Tisch. Das wird wahrscheinlich ein wichtigeres Item sein, in a way. Als du ihm das Schwert zum Hochhelfen angeboten hast. Ja, ich bin... falsche Taste. Sorry. Gegen Gift hilft gegen Gift. Oh. Ach so. Ach so. So ist das. Ja, das erklärt dann einiges. Das Ding ist, wenn hier unten gleich irgendwer anfängt zu schreien... muss das. Moin! Na? Geht's euch so? Alter, wenn uns die Kombo irgendwann mal erwischt, sind wir 10-mal tot. Alter, macht der die nur? Ich würde jetzt eigentlich sehr gerne in mein Inventar gehen, aber ich weiß nicht, ob ich so schnell navigieren kann. Nein! Ich wollte es in Hotkey legen. Ja, weil das dachte ich mir nämlich, dass das gut ist gegen die... Warum siehst du wieder größer aus als die anderen? Ich glaube, weil das sogar ein größerer ist. Ah! Langsame Vergiftung. Gefällt mir nicht. Gefällt mir ganz und gar nicht. Ich hab da... Wo ist es? Gegengift. Wir sollten uns auf jeden Fall hier irgendwas auf diese Liste legen. Wie... Wie kann man durch das, was da oben ausgewählt ist, durchnavigieren? Welche Taste muss man dafür drücken? Kennt sich da irgendwer aus? Wie kann ich das da oben wechseln, wo jetzt gerade die kleine Spieluhr ist? Weil das sind ja die Dinger hier. Wie kann man durch diese Schnellgegenstände durchklicken? Select? Nee. Das ist ein Screenshot, Yannick. Una. Puh. Langsam sind wir an so einem Punkt angekommen, wo mir sehr warm wird bei diesem Spiel.
weil ich Sorge habe, weil hier doch sehr viele Gegner sind. Es liegen oben übrigens auch immer noch 10.000 Seelen von uns bei dem Gegner, dem wir noch nicht wirklich Schaden machen konnten. Warum sieht das Ding eigentlich so sehr aus, als ob das ein Boss wäre? Ja, Nick wird heiß. Mm. Ja, kam ein bisschen zu spät, aber war ein ganz guter Parry. Solange nicht wieder ein Pulli bei so einem Game trägst, das stimmt, das dürfen wir nicht tun. Das ist gar nicht gut. Lieber mal einmal voll heilen, auch wenn es nicht so wenig, so viel Leben ist, was uns gefehlt hat. Ey, ohne Witz, das sieht so sehr aus wie ein Boss, oder? Die würden hier noch nicht so viele Ads hinstellen, wenn da jetzt ein Boss wäre. Oder? Ritualblut? Junge, wie bitte? Material für ein Ritual des Heiligen Kelchs. Wenn alles vom Blut geschmolzen ist, wird alles neu geboren. Mhm. Die Angst ist groß in diesem Padawan. Stellt euch vor, wir kommen jetzt hier zu so Orten, wo man nur weitergehen kann, wenn man das 50er oben besiegt hat. Also wenn der uns jetzt gleich in den Rücken schießt, das wäre schon gruselig. Aber eigentlich kann der hier definitiv nicht hinzielen. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Jo. Jo. Reicht jetzt auch, Freunde. Jo. Flöhe, oh nein. Hatte Cheryl, schön, dass du hier bist. Kann der uns von hier noch angreifen? Ne, dürfte nicht. Alles, was ich gerne möchte. Sein neues Bonfire. Ist das hier eine Abkürzung, die ich hier aufmachen kann? Oder wo kletter ich hin? Das könnte eine Abkürzung sein. Ja! Damit skippen wir die ganzen Leute, die da in diesem Ding stehen. Das ist gut. Mögen wir. Ich glaube leider, es dauert noch ein bisschen, bis das... Ich dachte gerade, das wäre ein Rauchschwaden für den nächsten Boss. Eins auf sieben Schaden. Ey, 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 ey. Mein Leben zurück, Freundchen. Ja, das finde ich auch sehr cool, Felix. Das finde ich auf jeden Fall auch sehr cool. Was bist du eigentlich? Ist das sowas wie diese Schatzkäfer, die es damals bei Souls gab? Es könnte sein. Wir sind langsam in so einem Gebiet, wo ich Angst haben könnte, dass plötzlich gleich das 50er doch wieder schießt. Kräftiger Blutcocktail. Alter, warum bin ich eigentlich so blutig? Geräusche, die er einfach macht.
die halten jetzt mittlerweile schon einiges aus. Also irgendwo hier unten muss auf jeden Fall mal wieder eine Lampe sein. Frage ist nur, wo? Guck mal, da hängt sogar einfach einer an der Wand. Der sieht aus wie so eine Spinne. Blut tut gut. Ist das so? Ja, dann geht's uns ja prächtig. Dann geht's uns ja absolut geil. Moin. Kann ich dich wohl parryen? Komm mal her. Das war wieder viel zu früh. Das war nicht viel zu früh? Und auch der Dodge hätte nicht funktionieren dürfen. Das war gerade verrückt, dass wir denen das geschafft haben. Was ist das für eine Tür? Eine sehr große, würde ich einfach mal behaupten. Öffnet sich nicht von dieser Seite. Well, too bad, I guess. Das Ding ist, wir haben den gerade mit dem Schwert halt wirklich absolut keinen Schaden gemacht. Also ich glaube nicht, dass wir den wirklich irgendwie besiegen können. Und wenn, dann nur sehr, sehr schwer. Ich glaube aber, wir müssen erstmal keine Angst haben ums 50er. Ich glaube, hier schießt er nicht mehr runter. Dafür kommt Papa Schlumpf aber einfach hier raus. Ich habe mich hier gerade in Ruhe umgeguckt. Oh, ein Hund. Süß. Ja. Süß. Ich weiß nicht, ob süß das Wort ist, was ich jetzt benutzt hätte, aber... Oh, öffnen wir jetzt hier vielleicht so eine Giga-Abkürzung, weil dann brauchen wir natürlich keine Lampe. Wenn wir jetzt so eine ultra krasse Abkürzung hier finden, dann braucht man keine Lampe mehr. Freundchen. Bleib schön da. Freundchen. Geräusche gefallen mir hier nicht. Ist das die Überabkürzung, die ich meinte? Könnte sein. Ich meine, wir waren hier unten gerade. Ja, da kann man den Turm hoch. Okay, vielleicht sollten wir diesmal auf uns selbst hören und die 10.000 Seelen wirklich wegbringen. Vielleicht wäre das schlau. Weil damit können wir zwei, wenn nicht sogar dreimal leveln. Junge, ich bin noch nicht blöd. Ja, vielleicht doch. Vielleicht bin ich das doch. Okay. Alright. Das hier ist geöffnet. Und damit können wir hier komplett nach oben steppen und sind bei der Lampe. Perfekt. Sehr schön. Hat sich doch auf jeden Fall gut gelohnt. Sind wir gut vorangekommen. Hier ist wieder so ein Ding. Ich glaube wirklich, dass die so sind wie diese Schatzkäfer. Der Fall könnte sehr wehtun. Das machen wir lieber nicht. Oh. Ah. Boah, ich dachte gerade, ich bin tot. Ich dachte, ich falle in den Abgrund. Boah.
Hatte ich gerade Angst. Hui. That was very creepy. I must say. So. Supi. Supi-dupi. Zurück in den Traum des Jägers. Jawohl. Sehr schön. Oh. Puh. Ludwigs heilige Klinge. Das ist die Waffe, die ich irgendwann gerne später hätte. Zurück in die Zukunft, jawohl! Willkommen daheim, guter. Was für. Ich würde gerne kanalisieren. Gut. Lasst mich nicht. So, auf was gehen wir jetzt, ist die Frage. Ich mache eigentlich immer so ein nur Stärke-Bild. Ich weiß aber echt nicht, ob das so gut ist. Komm. Rein. Wie viele Echos haben wir jetzt noch? 41. Wie süß. So. Werkstatt. Die hat einen Blutedelstein ab-Dings. Und da kann ich 1,4% reinpacken. Mhm. Kann man die eigentlich auch wieder da rausnehmen? Kann man! Das ist ja geil. Das ist ja natürlich sehr nice. Waffe verstärken können wir aber nicht. Okay. Dann kehren wir mal zurück zu unserer Abkürzung. Oh. Ich muss übrigens einmal ganz kurz gucken, ob meine Waschmaschine jetzt wirklich nicht in die Luft gegangen ist. Oh, perfekt. Sie hat tatsächlich noch gewaschen. Ich hoffe nicht fürs letzte Mal. Aber ich glaube, man sollte sich bald wirklich nach einer neuen umsehen. Was hat die Maschine denn? Heute so eine rote Fehlermeldung angezeigt und dann hat irgendwie gar nichts mehr funktioniert. Und die ist halt jetzt auch schon über 7 Jahre alt. Und wir haben uns quasi schon ausgemalt, dass wir eh eine neue Waschmaschine kaufen müssen. Und jetzt haben wir immer bei jedem Waschgang so ein bisschen Angst. Beziehungsweise die Wäsche von heute Mittag ist noch nicht mal durchgelaufen und deswegen musste ich jetzt gerade nochmal gucken, ob sie wirklich noch läuft. Weil ich habe das so mehr oder minder so ein bisschen repariert gehabt und irgendwie funktioniert's. Weiß aber nicht, ob das wirklich jetzt immer so funktionieren wird.
Wo ist eigentlich der Wolf, der hier gepennt hat? Vielleicht haben wir den jetzt einfach nicht getriggert. Den Ausgang unten vorne schon aufgemacht. Da ist so ein viereckiges Ding. Was ist da drin? Es war mir klar, dass da einer drin steht. Ja, komm auch raus. Blöd, Mann. Komm her. Da kommt ganz viel Wasser raus. Okay, der war einfach nur... Nee. Ich kämpfe nicht gegen Wolf und gegen dich. Das machen wir nicht. Habe ich damit den Wolf getroffen? Ja, direkt zwei Wölfe, ja klar. Das macht's besser. Ein Wolf down. Wer will als nächstes geparried werden? Ich sag es und ich mach es. Ha! Triple Parry! Ich bin der Parry-König! Junge, was? Bruder. Also das war schon... Das war schon nice. Da ist quasi ein Flusensieb drin. Wenn man das in 7 Jahren noch nie aufmacht, dann kann das schon mal doof sein. Flusensieb habe ich auch gelesen, dass das ein Problem sein kann. Da ist das. Da kommt ganz viel... Okay. Dann werden wir das vielleicht mal tun. Danke für den Tipp. Naja, wir sollten auf jeden Fall in nächster Zeit mal schauen, dass wir, uns dann eine neue kaufen. Weil ehrlich gesagt ist es ein Wunder, dass die tatsächlich... Also Waschmaschinen leben lange. Klar. Glücklicherweise. Sind jetzt ja auch nicht gerade günstig. Aber... Wenn die schon einmal sowas Rotes zeigt... Sollte man, glaube ich, langsam schon mal Abschied nehmen. Ah, da... Okay. Immer. Das werden wir doch mal ausprobieren. Ich weiß, dass man das auf jeden Fall mit dem Schraubenzieher so ein bisschen aufpopeln muss. Das sieht aber auch so aus, als ob da schon mal einer mit so dran war. Also da ist so ein bisschen die Folie vorne so abge... Wissen? Was ist das hier? Beschwöre Alfred. Der, den wir eben gesehen haben, der Typ. Ja, dann können wir uns, glaube ich, sehr sicher sein, dass da jetzt gleich ein Boss auf uns wartet, Freunde. Aber sowas von. Das ist ja wohl mal so klar. Ah ja, wen haben wir denn da? Wer bist denn du? Okay, also ich würde sagen, wir werden nicht Alfred beschwören. Außer ich sterbe bei dem Boss jetzt 10 Milliarden Mal und komme nicht vorbei. Also komme nicht voran. Ich würde es erstmal ohne probieren. Das ist übrigens ein Boss, den ich noch nie gesehen habe, falls es ein Boss ist. Aber es sieht sehr nach Bossraum aus. Und wenn man vorher wen beschwören kann, dann hat das meistens... Blood-Starving Beast. Bluthungrige Bestie. Wir haben doch so Blut-Molotow-Cocktails. Meint ihr, die kann ich einsetzen? Okay, chill down. Okay. Bluthungrige Bestie. Gegengift. Geht halt alles kaputt. Hatten wir auf Arbeit. Da rattert irgendwas, nachdem sie nicht mehr abpumpen konnte. Ei. Ja, abpumpen konnte ich zum Glück.
Weil da stand echt viel Wasser drin. Okay, also es ist schon ein krasses Ding hier. Okay, wir machen sehr wenig Schaden. Aber man muss bei dem Ding auf jeden Fall schnell sein. Mhm. Können wir dich parryen? Ja, auf jeden Fall nicht so. Vielleicht parryt man den später. Ich glaube nicht, dass man den so einfach parryen kann. Immer noch nicht so. So. Und ich habe mich sogar zeitgleich an meiner Nase gekratzt. Ist das etwa ein kleiner Parry-Boss? Das war ziemlich dumm. Wir haben ihn geparried und das gar nicht ausgenutzt. Das war sehr blöd. Moin. Ja, werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Definitiv. Also ich meine, man kann ihn gut parryen, aber der hat halt trotzdem sehr viel Leben, ne? Nutz doch den Parry, den du hast. Mensch. Ah, oh, 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 oh. Ei. Ei, 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 ei. Das war nicht so gut. Giftmesser. Hm. Okay. Mozzarella-Sticks. Sehr nice. Mozzarella-Sticks immer gut. Sehr lecker. Blood-Starving Beast. Schon ein krasses Ding. Aber was ist denn hier wirklich mit den Dingern? Zum Anlocken von Bestien werfen. Damit könnten wir den wahrscheinlich irgendwo hinlocken und können den dann einen Backstep oder so reinhauen. Wahrscheinlich ist das dafür da. Kann ich mir vorstellen. Okay. Ja. Aber wirkte gerade auf jeden Fall so, dass man ihn sehr gut, sehr häufig parryen kann. Das Ding ist, ich würde jetzt natürlich liebend gerne einfach wieder zum Boss rennen. Aber ich glaube, wenn ich das versuche, bin ich sofort tot. Obwohl wir erstaunlich lange rennen können. Ich weiß nicht, ob er die Geräusche gemacht hat oder der Wolf hinter uns. Deswegen wollte ich lieber weg. Ich Angst hatte, dass er uns holt. Okay, also man könnte ja Alfred beschwören, dass er einem hier hilft. Dann wäre es wahrscheinlich sehr einfach, weil ich glaube, der Boss würde sich auf Alfred konzentrieren und nicht auf uns. Und man könnte dann halt die ganze Zeit draufhämmern. Das war kein Parry? Okay. Hätte ich gedacht. Ja, das war auf jeden Fall kein Parry. Das gebe ich vollkommen zu. So spät darf man erst angreifen dafür. Okay.
Das Ding ist, dass... Ich verstehe jetzt so langsam die Parry-Mechanik von dem Spiel. Weil wisst ihr, was interessant ist? Wenn er uns angreift, wenn wir parryen wollen, und wir dann ihn direkt parryen damit, kriegen wir das Leben, was er uns ja zufügt, wieder zurück. Seht ihr? Leben weg. Ich parry, guckt auf meine Lebensleiste, ich krieg's zurück. Das ist quasi so ein Trade. So, und jetzt müssen wir aufpassen, weil jetzt kann der einen One-Hitten. Aber das Parryen macht den Boss halt bisher eigentlich recht simpel. Außer die Attacke trifft einen. Oder wir werden vergiftet. Das wäre auch nicht so geil. Und wir sind vergiftet. Also schnell jetzt hier Gegengift reinzimmern. Die Attacke ist halt echt heftig. Und wie ihr sehen könnt, er hat auf jeden Fall eine zweite Phase. Zu früh. Alter, der hat einfach seinen Zipfel da oben geöffnet. Was ist denn bei ihm los? Okay. Ich will es jetzt nicht eine dritte Phase nennen, aber er hat auf jeden Fall jetzt gerade noch ein Moveset bekommen. Ich glaube, wenn man jetzt in der Nähe von ihm ist, kriegt man Gift. Langsame Vergiftung. Ja, wir sind down. Oh. Der ist ganz schön krass. Der ist ganz schön krass. Der ist auf jeden Fall ziemlich stark, wenn man halt die ganze Zeit versucht, nur mit dem Parry zu arbeiten. Nicht so krass wie du, Janik. Jawohl. Auf die Nase. Freunde, wisst ihr, was ich gestern übrigens offstream geschafft habe? Ich habe einen Duo-Win geholt in Fall Guys mit einem Random. Ist das nicht geil? Ich habe mich absolut gut gefühlt. Und ich habe jetzt den Ratchet-Skin in Fall Guys. So nämlich. Alter, ist die Tür jetzt zerdeppert. So, wir versuchen hier wieder durchzukommen. Aber ich finde es wirklich eigentlich ganz cool, dass man Alfred zum Beispiel beschwören könnte. Oh, guck mal, der war tatsächlich hinter mir. Und wir haben es nicht gesehen. Leider. Leider. Wir können aber am Ende gerne noch ein paar Fall Guys Runden spielen. Hätte ich Bock drauf. Nochmal so ein bisschen nach Bloodborne zur Entspannung. Nochmal ein bisschen Bloodguys reinpfeifen. Okay. Viel zu früh. Viel zu früh. Zu spät? Bloodborne ist doch die beste Entspannung. Ich bin tatsächlich ein bisschen schockiert, wie entspannt ich gerade bei diesem Boss bin. Gab jetzt noch nicht so die Phase, dass ich komplett Angst hatte vor dem. Obwohl der schon echt stark ist. Leben zurück. Ich frag mich, ob Feuerpapier gegen den stark wäre. Feuerpapier ist ja eigentlich gegen viele Gegner recht stark.
beginnt gruselig zu werden. Ich mag es nicht, dass wir hier so nah vor dem Altar sind. Obwohl ich es jetzt wiederum recht gut finde. Alter, wie lange brauchst du denn, um dir dieses Giftpapier reinzuzimmern? Das ist doch nur so ein, Esspapier. Okay, wir sind down. Ich weiß nicht, ob es wirklich so smart ist, nur mit der Parry-Mechanik zu kämpfen. Man macht zwar viel Schaden, aber ich glaube, es ist... Ich frage mich, ob es einfacher ist, wenn wir einfach versuchen, bei dem nahe zu bleiben und den Attacken auszuweichen und dann dauerhaft Schaden zu machen. Weil beim ersten Boss war es auch am einfachsten, wenn man nah an dem dran war. Und alle Attacken, die der eigentlich hat, den kann man gut ausweichen. Beziehungsweise, wenn man einer mal nicht ausweichen kann, dann könnte man immer noch versuchen zu parryen. Decisions. Nächste Woche gibt es übrigens auf jeden Fall auch Fall Guys. Das kann ich euch jetzt schon mal versprechen. Weil nächste Woche gibt es ja die Herausforderung für Clank. Und wenn ich einen Ratchet-Skin habe, dann will ich natürlich auch den Clank-Skin. Seine die vier Phasen des Yannick. Das LCB Yep kommt vor dem LCB Sweat. Mein Reden, Felix. Ah. Ich kann euch übrigens einen Hinweis geben, falls eure Waschmaschine mal kaputt ist. Wenn ihr nasse Wäsche habt, packt die nicht danach in den Trockner. Also wenn die noch sehr nass ist. Ich dachte, hey, der Trockner macht die schon irgendwie dann trocken. Ah. Das war einfach nur brühend heiß am Ende. Das war ein Klumpen brühend heißer Wäsche. Oh, das war, ich selber. Ich habe mich so dran gewöhnt, ihn jetzt zu parryen. Und das macht halt schon enorm viel Schaden. Erstmal Hände verbrennen. Ja, fast, ey. Fast. Sollte ich meine Echos zurückholen? Ich glaube, so viele waren das gar nicht. Das Timing war ziemlich off. Krass, dass ich da noch ausweichen durfte. Jetzt fängst du schon an, gruselig zu werden. Das Ding ist, der setzt halt ultra viel Vergiftung dann ein, ne? Das war verschwendet. Ja. Guck mal, weil das wäre jetzt der Moment, wo man auf gar keinen Fall an dem dran stehen dürfte. Nicht den Chat lesen, da ist ein Boss vor dir. Ach, sorry. Nee! Ich bin an der Vergiftung verreckt. Boah, die Vergiftung von ihm ist echt heftig. Die Vergiftung ist sehr, sehr heftig. Das reinigen wir tatsächlich regelmäßig, Lena. Das stimmt, das tun wir.
Ja, und wisst ihr, wo mich das ganze Parryn hingebracht hat? Dazu, dass wir jetzt nicht mehr 20 Pistolenkugeln haben, sondern noch 9. Ja. Das ist nicht so toll. Jetzt hat sich das mit dem Parryn so ein bisschen verabschiedet. Gegengift haben wir jetzt auch nicht mehr so viel. Da muss man halt zugeben, da wird es jetzt so ein bisschen gruselig. Weil das ist so das typische Souls-Ding. Wenn du oft bei einem Boss stirbst, wird der einfach schwerer. So, warum sollte das Game dann denken, okay, der kriegt das nicht hin, machen wir es einfacher. Mm-mm. Der Boss wird einfach schwerer. Die zwei Blutsteinscherben sollten wir nicht liegen lassen. Vielleicht versuchen wir mal anders zu kämpfen. Und die Kugeln uns jetzt für den Endfight dann aufzusparen. Komm, der war aufgelegt. Den musste ich machen. Ja, der war einfach nur dumm. Der war auch dumm. Ja, wir sparen die Kugeln. Ich bin mir noch nicht so zufrieden damit, wie viel Schaden wir mit unserer Waffe machen. Wir machen sehr wenig Schaden. Verschießt 3 Kugeln für nichts. Ah, das klingt nach mir. Jawohl. Kann man sich eigentlich... Das würde ich gerne mal nachgucken. Kann man sich schon irgendwelche anderen Waffen kaufen in dem Shop? Da konnte man sich doch auch immer Sachen kaufen, ne? Weil da habe ich den Hammer, glaube ich, gekauft. Ich glaube, da habe ich den Hammer gekauft. Warum wollte ich unbedingt den Hammer haben? Gute Frage. Da gibt es aber auch nur den Hammer. Kugeln kann man kaufen, Gegengift natürlich, alles was wichtig ist. Wie kann ich meine Waffe beidhändig verwenden? Sehe ich auch irgendwie, wie meine Tastenbelegung ist? Nee, ne? Nö. Das Wichtigste kann ich nicht einsehen? Wie frech ist denn das? Ja, super. Das erste Mal Allgemeintacho. Ich will jetzt auch ungern irgendwie eine D-Pad-Taste drücken, weil ich weiß, mit einer macht man sich Schaden. Das will ich nicht. Ich weiß, dass man... Ah, das ist dann zweihändig dabei. Okay. Du brauchst halt sehr lange für die Attacken, aber die werden gut Schaden machen. Wenn man damit vielleicht oft genug trifft, kann man den... Ich glaube aber nicht, dass man den Bossgegner damit staggern kann. Das bezweifle ich. Ja, sehr gerne. Also wie es auch in den Text steht, kein Backseat Gaming. Let me die over and over again. Bis ich irgendwann eines traurigen Todes sterbe.
Warte, wir haben doch Feuerpapier. Großartig! Viel zu unkreativ. Herzlichen Dank für die 15 Monate schon. Dank für den langen Support, Mann. Herzlichen Dank. Wir verwenden jetzt mal das Feuerpapier. Nur um zu gucken, wie viel Schaden wir dann machen. Just for the gag. So ist es, Tacho, so ist es. Wir sollten mittlerweile aber auch eigentlich so viel Blutsteine haben, dass wir sogar unseren Kirchhammer einmal upgraden können, also verstärken können. Ich weiß aber nicht, ob ich die Blutsteine wirklich dafür verwenden will, weil eigentlich will ich den Bluthammer gar nicht die ganze Zeit benutzen. Kirchhammer, nicht Bluthammer. Aber ich glaube, wir könnten es, wenn wir wollten. Ui. Also schick aussehen tut's. Sag, wie es ist. So viel mehr Schaden hat es jetzt nicht gemacht, aber ich weiß auch nicht, ob das dabei auch zählt. Boah, tat ihm aber schon weh, würde ich behaupten. Die Waffe, die brennt ja. Okay, aber wenn man auch einfach nur frontal so ein bisschen näher drauf geht, dann geht das alles schon ein bisschen schneller. Man muss nur wirklich auf die Attacken aufpassen. Okay. Okay, 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 okay. Warte, wie viele Blutsteinscherben haben wir denn jetzt? 29. Dicker. Dann fehlt uns aber noch was anderes. Weil da stand, glaube ich, wir brauchten nur 5. Und 5 hatten wir alle Male schon die ganze Zeit. Uns fehlen Seelen. Ja, das ist das kleinste Problem. Seelen ist kein Ding. Okay, machen wir erstmal einmal. Dann brauchen wir 8. Die haben wir auch. Auch die Seelen haben wir. Und dann brauchen wir 3, aber was anderes. Zwillingsblutsteinscherben. Okay. Haben wir noch was Besseres gefunden hier? 1, 4. Wir haben jetzt... Dadurch haben wir jetzt eine weitere Rune, die wir setzen können. Aber dafür, für den zweiten Slot haben wir noch keine, keinen Blutedelstein gefunden, leider. Das ist ja nice. Wir haben einen zweiten Runenslot. Aber wie gesagt, wir haben noch kein so ein Dreiecks-Runen-Ding. Ja, mit dem gewundenen Stock, der ist mir zu schwierig. Mit dem werden wir nicht spielen. No, no, no. 940 Seelen. Am ehesten Gegengift. Dreiecksrunending. Ja. Genau das. Exactly this, man. Bill Cipher, oh mein Gott, bitte nicht. Gucken wir mal, wie viel Schaden wir jetzt machen. Also es ist jetzt nicht viel, wir machen jetzt nicht 10 Milliarden mehr Schaden. Aber auf jeden Fall ein bisschen was. Was wir jetzt natürlich sonst auch vorher noch machen könnten,
Was aber, glaube ich, beinahe schwieriger wird als der Bossfight. Wir könnten die ganze Zeit versuchen, zu dem Typen am 50er hochzugehen. Und den zu töten. Weil der wird auch irgendwas Interessantes droppen. Sonst wird er nicht so schwer sein, da oben rumhocken. Irgendwas wird der schon tun. Eigentlich schon dumm, wenn das Spiel einem anbietet, dass man mit einem Verbündeten wie Alfred kämpfen kann und man es einfach aus Stolz nicht tut. Ich wüsste schon eigentlich schon gerne, wie der kämpft. Freunde, findet ihr es verwerflich, nachgucken zu wollen, wie der kämpft? Ich glaube beinahe, wenn ich den beschwören würde, würden wir ihn noch nicht mal töten. Bin ich mir fast sicher. Außer Alfred macht echt sehr viel Schaden, was ich bezweifle. Moin. Was ist denn, wenn wir mal das hier versuchen? Oh, da war ich zu weit weg. Komm mal her. Die Waffe ist zweihändig schon echt lecker. Muss man zugeben. Man staggert den halt tatsächlich. Das macht den Fight wirklich sehr viel einfacher. Ja, komm, mach deine Giftexplosion. Danke. Ja, den habe ich verdient. Das war am Ende richtig knapp, weil das Gift hat uns fast noch komplett zerfetzt. Alter, ohne Witz, das war ein Rennen gegen unsere Lebensleiste. Es war literally ein Rennen gegen unsere Lebensleiste. Heilige Scheiße, das Gift hat uns wirklich fast noch komplett zerbumst. Alter! Wäre der Pfosten da nicht gewesen, wäre ich tot. Ohne Witz, das da, das Ding.
Ich schwöre bei Gott, das, was ihr da seht, er hier, das ist der MVP. Schwör's euch. That's him. Alter Vater, ey. Puh. Wir haben Kelch bekommen. Der Petumeru-Kelch. Aha. Die Waffe zweihändig gegen den war aber auch echt auf jeden Fall der Right Call. Definitiv. Weil man konnte ihn halt dadurch wirklich staggern, was sehr, sehr wichtig war. Wer ist er hier eigentlich? Guckt euch ihn mal an. Die Waffe einfach freihändig. Da. Ritualkelch aus der Kirche des guten Kelchs. Aus der Kirche des guten Kelchs. Verwende ihn in einem Ritual am Gruftaltar im Traum des Jägers und bricht das Siegel des alten Untergrundlabyrinths. Auf dass der Kelch das Grab der Götter freilegt, auf dass das Blut den Jäger nähre und auf dass du an der Kommunion teilnimmst. Aha. Bing. Ja, ich würde sagen, das lief sehr gut, Freunde. Das lief sogar sehr, sehr gut. Ja, der Boss war doch machbar. Oh, da liegen noch meine alten Echos. Die habe ich die ganze Zeit nicht aufgenommen. Ich glaube, das sind eh nur 90 oder so. Oder 9. Oder 0? Ich glaube, hier liegt gar nichts. 140. Oh no. Meine 140 Echos. Gottes Willen. Bitte nicht. Erstmal leveln. Willkommen daheim, guter Jäger. Dass es Heisenberg ist. Ah, cool, hör mal. Könnte man meinen. Die Echt lasst mich nicht. Schön. Wenn wir jetzt das eine Mal noch auf Stärke gehen, haben wir 187 Schaden auf unserer Waffe. Let's go! 187 Damage. That's fucking it. So, wir kaufen uns jetzt mal noch ein paar Kugeln. So, und wo muss ich das mit dem Ritual machen? Was macht er denn wieder hier? Oh, Meister. Die Highland waren einst, sie reparierten und schmiedeten Waffen in ihrer einzigartigen Werkstatt. Heute erinnern sich die meisten Pfarrer, aber sie folgt ab, steigt so. Ja, bei der Kapelle waren wir ja. Bei der Kapelle waren wir ja. So, okay. Das sind wahrscheinlich dann die Altare, wo wir ran müssen, ne? Und wir müssen jetzt clearly an den provisorischen Altar. Okay. Verwende den Ritualaltar, um eine Kelchverlies mit einem Kelchritual zu erstellen oder nach Kelchverliesen von Jägern in anderen Welten zu suchen. Moment. Das ist eine Frage, die ihr tatsächlich beantworten dürft. An die Leute, die wissen, was in Bloodborne abgeht. Sind das hier jetzt wirklich neue Orte, wo wir hinreisen müssen, um in der Story voranzukommen? Oder ist das so ein Dungeon-Kram? Weil ich weiß, es gibt in Bloodborne auch Dungeons. Und die sollen nicht so interessant sein. Zumindest mögen nicht alle die. Weil ich möchte wirklich eigentlich gerade nur storymäßig vorankommen. Hey Online-Ritter. Hallöchen. Kelchverlies.
Weil das wirkt so, als ob man da jetzt irgendwie mit anderen online irgendwas zusammenspielen will oder irgendwie was in der Richtung. Es gibt ja auch echt noch viele Orte, Kirche des guten Kelchs. Es gibt ja noch echt viele Orte, die wir erkunden können. Ne? Was ist denn, wenn wir jetzt nochmal hier anfangen? Da gab es alleine auch schon viele Orte, wo wir lang konnten. Ich habe mich gerade gefragt, warum meine Kamera an ist. Von wie sehr wollt ihr wissen von mir, dass ich nicht mehr beachte, dass eine Kamera auf mich gerichtet ist? Ich habe mich gerade gefragt, warum die an ist. Wow. Seit wann ist die Tür hier auf? Was haben wir denn hier? Haben Sie schon mal was von Gastfreundschaft gehört? Was war denn mit ihm los? Ich bin evangelisch. Was soll denn das jetzt? Geht das bei euch so, Katholiken? Ihr holt eure Kommunion aus einer Kiste? Also wir müssen ein bisschen mehr machen. Wie, ich hab jetzt einfach eine Kommunion. Was? Wie? Höhere Blutfiolen-Maximalwert. Carol, Bergenwerts Runenschmied, hinterließ dieses Symbol. Mehrere Runen wie Kommunion beziehen sich auf Blut. Sie erhöht die maximale Anzahl an Blutfiolen, die getragen werden können. Diese Rune repräsentiert die heilende Kirche und ihre Pfarrer. Blutbehandlung ist das Streben nach Kommunion. Wild. So geht das also bei euch. Du Arschloch. Gott behüte. Was war das für ein süßer Jump? Hui. Werkstatt der heilenden Kirche. So, so. Junge, auf wen schießt ihr? Da ist niemand mehr. Oh, ja, 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 ja. Nein! Ja, da werde ich nicht hinterher springen. Hier ist dein erster Brief zu deinem Kirchsteuerbeitrag. Ja, das ist auch noch so ein Ding. Ohne Witz. Kirchsteuer ist echt teuer. Entschuldigung. Sind hier zwei, die schießen, oder nur er? Kriegen wieder ein paar Kugeln. Blutfärbungsedelstein. Okay. Schicken Briefe, dass man sich noch anders überlegen soll. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, nee, das will man nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass er so schnell sich bewegen kann. Der alte Sack. Okay, hier müssen wir jetzt kurz gucken, weil ich glaube links und... Ah!
Moin. Dich kann man doch auch safe parryen. Ja, nicht so. Jetzt nochmal? Danke. Der kam sehr aus dem Nichts einfach. Glänzende Münze. White People Fat. Nicht nur People Fat, der ist White People Fat. Ja, stirb. Au! Das hätte ja wohl nicht sein müssen, mein Freund. Ist der da oben wirklich, unten wirklich hops gegangen oder kommt er jetzt hier hoch? Ich glaube, der ist gestorben. Hoffen wir mal. Mit Leiter kommt der safe nicht mehr hoch. War das problematisch? Ich meine, er kommt wirklich definitiv keine Leiter mehr hoch. Moin. Guck mal, wie schön dieses Spiel ist. Damn, boy. Dickes Kaltblut. So nenne ich mich auch immer. Dun, 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 dun. War viel zu greedy. Warum springst du nicht einfach einmal zurück? Oh. Ich denke gerade viel zu häufig, das sind doch Pupsgegner. Warum soll ich mich bei dem benehmen? Ich bin wirklich, gar kein Benehmen habe ich einfach. Richtig, richtig frech ein. Boah, nee. Das war nicht nett. Nee. Das war das Karma dafür mit dem Rollstuhl. Oh nein, jetzt ist der Fahrstuhl oben, ne? Kann man da reinspringen? Ja, kann man, dann ist man tot. Jetzt haben die auch noch Flammenwerfer. Ja! Ah, dich habe ich vergessen! Ich habe den Homie lustig gemacht und die haben mir gezeigt, dass es so nicht geht. Gut so. Genau so sollte es ablaufen. Wieder zu greedy. Ja, nicht, das sind Gegner, die dich töten können. Solltest vielleicht nicht so kämpfen, als wärst du der krasseste Mensch auf der Welt. Mensch, was mache ich denn hier gerade? Jetzt spiele ich gerade einfach wirklich nur schlecht. Das war wirklich nicht gut gespielt. Das war wirklich nicht gut gespielt. Hoffnungslos. Du hast meine Echos. Komm mal her, mein Freund. Mhm. Ja. Danke. Das war auch eine krasse Charge Attack. Boy. Ich würde dich gern wieder parryen, wenn ich darf. Danke.
voll lieb von dem. Nicht runterfallen, nein! Seid froh und verrückt. Okay. Das mache ich schon sehr lange. Damit fahre ich ganz gut. Freunde, wichtige Frage in die Runde. Habt ihr schon mein neues YouTube-Video gesehen, was kurz geschnitten ist und cool ist? Wenn die Antwort nein ist, warum noch nicht? Himmel und Kosmos sind eins. Der Chor. Der Chor? Jetzt reden wir hier auch noch mit Chorknaben? Was soll das denn? Ich habe ihn runtergeschubst, ja. Tut mir auch ein bisschen leid. Kann ich hier irgendeinen zu mir ziehen? Vielleicht nicht unbedingt den mit dem Flammenwerfer. Da ist eine Wand, Bruder! Weißt du, wie Wände funktionieren? Normalerweise ohne Feuer dadurch. Nö, 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 nö. Das machen wir nicht nochmal. Schaust nur live, das ist fair enough. Was ist das denn jetzt für ein Cockblock? Das ist so. Ich bin bis hier oben gegangen, dass das hier versperrt ist. Ist es immer noch versperrt, wenn ich alle Krüge kaputt mache wie Link? Ha? Huh? Ja. Hm. Ah, es gibt noch einen Krug. Bam, Tür ist offen. Ich sag's euch. 100 Pro. Hm. Hätte ja klappen können. Gibt's hier irgendwo einen versteckten Hebel? Oh, hier gibt's noch eine Truhe auf jeden Fall. Vielleicht einen Schlüssel? Strahlenschwert-Jäger-Abzeichen. Eines der von der Heiligen Kirche hergestellten Abzeichen. Das Strahlenschwert zeigt die Erben nach dem Willen Ludwigs. Diese Jäger, auch bekannt als Heilige Klingen, sind die Überreste einer alten Linie von Helden, die auf ein sehr frühes Zeitalter der Ehre und Ritterlichkeit zurückgehen. Okay. Nicht mal Rubine. Ist so. Wie high-key frech. Und hier kann man noch nicht mal irgendwo drauf runterfallen oder so. Hast du das Spiel gleich mit DLC oder erstmal ohne? Ich habe die Edition, die bei PlayStation Plus Collection irgendwas drin ist. Beziehungsweise, ich habe die CD. Ist da das DLC? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das DLC hier mit dabei ist, ehrlich gesagt. Ich weiß auch nicht, ob man das kaufen musste. I don't have a clue. Keine Bazooka, keine Rubine. Ich finde das alles wirklich auch sehr frech. Ich fühle mich als Kunde auch langsam verarscht. Das sage ich euch. Wir haben übrigens schon wieder ein Level-Up dabei. Bei PS4 muss man es extra kaufen. Ja, dann habe ich es, glaube ich, nicht. Guck mal, jetzt doch ziemlich dumm, dass wir das nach unten geschickt haben. Ich dachte mir, ah, falls ich nochmal sterbe, bin ich smart. Schick's nach unten. Dudu. Wait a minute.
Wo sind wir denn hier? Hallo? Okay. Formloser Oedon. Carol, Bergenwoyards Runenschmied, hinterließ dieses Symbol. Der großartige Oedon ist formlos und existiert nur als Stimme. Er wird mit dieser Rune symbolisiert. Jene, die sie erlehren, verfügen über mehr Quecksilberkugeln. Menschlich oder nicht, das fließende Blut ist ein unglaubliches Medium und Essenz der formlosen, großartigen Oedon. Oedon und seine ungewollten Anhänger suchen heimlich das kostbare Blut. Hat auch eher Endgame-Content, also nicht schlimm, wenn man es nicht gleich dazu hat. Ja, manche Leute meinten, man soll vor dem letzten Endboss das DLC machen, weil das irgendwie Sinn ergibt. Keine Ahnung. Boten-Urnentanz? Wer ist er denn? Ist das hier vielleicht mittlerweile 12,6? Ist das mittlerweile vielleicht was, was wir in den einen Slot einsetzen können, den wir bei unserer Waffe noch haben? Wäre natürlich cool. Genau, vorm letzten Boss. Ich hätte halt unglaublich gerne, dass die einzige Waffe, die ich kenne, es gibt irgendwie Ludwigs Klinge oder so. Ich meine nicht dieses Moonblade, sondern dieses ultralange, wo man so ein dünnes Schwert rauskriegt und dieses große. Oder ist das Moonblade? Auf jeden Fall, das finde ich absolut geil. Das hätte ich gerne. Nun gut, lasst mich. Mehr Vitalität. Muss man auch mal drauf gehen. Und wir können mal gucken, ob wir, wie gesagt, diese Rune einsetzen können. Das wäre halt ziemlich cool. Ne, das war so ein Dreiecksding. Stimmt. Das war kein rundes. Gucken wir uns da noch ein bisschen um. Da gab es auf jeden Fall auch noch einige Wege. Blut von Adella. Blutstein Brocken. Ich bin Brocken. Hat hier sonst noch irgendeine geheimnisvolle Tür geöffnet, die vorher noch nicht auf war? Ich sehe noch keine. Was bedeutet das denn, du Arschloch? Pass auf, deinen anderen Kumpel hau ich jetzt noch mehr zusammen. Freundchen! Reicht jetzt! Können wir das so reinhauen? Das wäre witzig. Leider nicht. Genau, hier sind wir nicht weitergegangen, weil hier so ein Riese war. Es geht. Kann ich auch. Aua. Musst du das sein? Au. Au. Oh! Du bist fast tot. Mach jetzt nicht Auge. Arschloch. Gottes Willen. Was war das denn für Flashbang? Bruder. Ich hab zugemacht. Ich habe aufgemacht. Hier stand einfach ein Kinderwagen. Den haben wir komplett durch die Gegend geschossen. Was erwartet uns hier? Oh. Was waren die für Geräusche? So kalt, liebste Schwester.
Die können noch miteinander reden. Das macht das Ganze gerade irgendwie ein bisschen trauriger. So kalt, liebste Schwester. Das ist wirklich ganz schön traurig. Naja, so viel zu dem traurigen Part. Was schubst du mich, du Arsch? Oh, ich dachte... ich Idiot. Ich dachte, ich habe gerade meinen Parry ready. Den wollte ich haben. Also es klang so, als hätten die geredet. Kann aber auch sein, dass dahinter jetzt einfach Leute stehen. Der eine hat so typische Monstergeräusche gemacht, aber der andere meinte, so kalt, liebste Schwester. Oh, es kann aber auch gut sein, dass das hier aus der Wohnung kommt. Nee. Fernrohr. Boah, ist schon episch. Moin. Der hier wird nicht witzig. Ich glaube, der wird ganz und gar nicht witzig. So eine Flashbang. Okay, da geht's auf jeden Fall. Das da sieht voll aus wie Dark Souls. Dark Souls 2. Die ganze Brücke und so. Naja, das war echt nicht witzig. Hast du recht. Ah, mach das, Felix. Guna. Man hört und sieht sich. I don't know if this is the right place to be. It looks pretty scary. Ah, mein Bein ist eingeschlafen. Aua. Noch ein Mäßigungsblutedelstein. Fest verschlossen, natürlich. War ich denn auch sonst? Wäre ja auch komisch, wenn es mal nicht verschlossen wäre, nicht wahr? I would say yes. Dann würde ich mal gucken, ob wir da rüberkommen. Wenn wir hier überhaupt drüber kommen. Wie? Wie? Das sieht so offensichtlich aus, dass man hier jetzt irgendwie reinkommen müsste. Aber es gibt keinen Weg darunter. Wie? Wie? Ihr zeigt mir so eine Brücke, aber ich darf nicht dahin? Kleines Liedchen am Anfang. Oh Gott, oh Gott. Das ist einfach nur gemein. Okay, dann waren wir aber auch hier. Mhm.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wo kann man sich noch so umgucken? Let's looky look. Kann auf jeden Fall noch nach oben. So ein besonderes Emblem öffnet das Tor. Ha. Nur ein besonderes. Das von Boten zum Verkleiden getragen wird. Was? Okay, ich würde sagen, das Emblem haben wir nicht. Schade. Welche Wege können wir denn noch so ergründen? Da sind wir lang gegangen. Das ist ein Bretter-Abzeichen. Die sind auch hier? Bitte nicht. Oh. Wenn man die Zeit hat, ist die Waffe zweihändig wirklich sehr, sehr stark. Wie bitte? Was? Ich habe gerade unintentionally einfach ein Event getriggert. Wir wurden von dem Typen gekidnappt. What? Wie sick ist das denn? Das ist ja absolut wild. Für Hinweise ansehen, nee. Das ist ja geil. Boah, die Musik hier ist voll cool. Hilft mir. Im Namen der heilenden Kirche. Befreit uns von diesem schrecklichen Traum. Noch ein NPC. Hey. Ich wünschte, wir hätten irgendwas, was wir ihr zeigen können oder so. Stell dich vor, man muss jetzt so eine Pose machen. Ich weiß noch nicht mal, wie man die macht.
Bei der muss man ja irgendwann mal irgendwas machen können. Wird man ja nicht einfach umlegen müssen. Zweifle ich. Dafür ist der Hinweis bestimmt. Wetten, der spoilert das? Ich bin mir sicher. Decke ihre Geheimnisse auf. Ich erwarte hier eigentlich gerade noch so ein paar Gegner. Dadurch, dass das unsichtbare Dorf ist, habe ich ein bisschen Angst. Perfekt, 3 Zwillingsblutscherben. Genau die, die wir brauchen, um unsere Waffe nochmal zu upgraden. Das wird ganz schön gruselig jetzt. Die hat uns einfach unsere Stirnplatte aufgeschabt. Das, tat ein bisschen weh. Nehme ich an. Dann gehen wir doch erstmal nach oben. Das heißt halt gleichzeitig auch, dass unsere 4000 Seelen, aber bis wir da waren, wo wir gerade eben waren, der hatte eben unsere Seelen. Du Arschloch. Kein Zauberer. Alles aber kein Zauberer. Wir hassen Zauberer. Okay, der hält einiges aus. Ich sagte, ich hasse Zauberer. Hast du mich verstanden? Die scheint es nur einmal zu geben, weil ich glaube, wenn die so blau aufleuchten, dann kommen die nicht nochmal wieder. Ja, 2 gegen 1 ist halt echt nicht so cool, ne? Besonders nicht, wenn du alleine schon so stark bist. So, der eine ist schon mal down. Droppt einfach eine Blutsteinscherbe. Gemein. Lange Chirurgenhandschuhe. Ui. Ui. Du hast meine Seelen, wie ich sehe. Danke! Ja, damit, du Narr! Moin. Die Gegner müssten doch eigentlich auch ultra einfach zu parryen sein. Ich Vollidiot habe meine Waffe gerade nicht ausgerüstet. Warum versuche ich immer zu parryen, wenn ich die gerade zweihändig habe?
Ja, das war selber schuld. Warum heile ich da zweimal? Warum heile ich da denn zweimal? Das musste nicht sein. Das war ein dummer Tod. Ich möchte aber versuchen zu parryen. In keinem anderen Spiel möchte ich so gerne parryen wie in Bloodborne. Nobles Kleid. Das hätte ich gerne, du. Das glaub ich. Was war das jetzt für eine Aktion? Will ich dich immer noch parryen? Du bist gerade schon ein Arschloch. Ich will dich parryen. Nochmal zwei Scherben. So. Seelen her. Frittenhans. Wie, du hast meine Seelen nicht? Wo sind meine Seelen hin? Ey! Where are my souls? Oder Echos, wie sie in diesem Spiel heißen. Das Leben kriege ich wieder. Tschüss! Habe ich meine Seelen echt verloren? Schon ein bisschen... Warum sieht der aus wie ich? Und ich bin eben hier gestorben? Seit wann sieht man seine Leiche, wenn man irgendwo stirbt? What the fuck? Du hast meine Seelen. Ja, mit den Seelen möchte ich mich, glaube ich, mal einmal kurz verschiemeln. Der Bereich hier gefällt mir aber. Also die Mucke und das ganze Prozedere hier mit dem... Mit den Statuen und so, das ist nice. Das ist was nach meinem Geschmack, auf jeden Fall. Willkommen da. Was für... Ich würde gerne aufleveln. Aber was leveln wir auf? Nochmal Stärke. Ich habe bisher in jedem Souls-Game immer Stärke-only gespielt, gefühlt. Und bisher bin ich auch noch nie so sehr auf den Arsch gefallen. Stärke only ist eigentlich irgendwie immer so ein Dauerrun. So, dafür haben wir immer noch nichts. Aber... Okay. Dafür. 62? Guck mal, das skaliert jetzt halt auch immer besser mit unserer Stärke. Wenn ich das richtig verstehe. Ich glaube, die Waffe, die wir spielen, ist in Bezug mit Stärke sehr, sehr gut. Moment. Oh. Unterirdisches Gefängnis. Wir haben jetzt ein neues Grab hier geöffnet damit. Wo wir an verschiedene Orte reisen können. Das ist also ein komplett neues Gebiet. Oh. Das ist spannend. Das ist sehr spannend. Da hätte ich den Parry auch ruhig durchkriegen können. Ich bin tot. Ist ja gut. Beruhig dich. Ich bin gestorben. Mach doch mal langsam jetzt bitte. Kann nicht wahr sein. Der macht einfach immer weit. Was ist denn mit dem? Muss das? Glaube nicht. Ah. So, jetzt aber. Komm her.
will keine Dings verwenden, wenn ich so lächerlich dabei... Ja. Gut gekämpft. Sehr gut. Sehr gut. Mhm. Mhm. Ja. Zimmert schon gar nicht mal so schlecht, würde ich behaupten. Mit dem Schwingen! Mit dem Schwingen! Das war frech! Das war sehr frech. Hm. In Janam wird mehr Blut als Alkohol produziert, da ersteres berauschender ist. Okay. Wild. Es ist Zeit für Fall Guys, Freunde. Ich habe meinen Nemesis gefunden. Anscheinend. Ja. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. So lautet die Devise.